Fangen wir an. Danke vielmals, dass ihr euch dem Thema widmet. Danke vielmals für euer Interesse, dass ihr sich Zeit nehmt, zum diskutieren heute Abend mit uns allen hier rein. Willkommen in Sargans. Danke den Referentinnen, Referenten, die sich auch Zeit nehmen, um hier mitdiskutieren. Ja, jetzt kommt die nächste Folie. Danke vielmals. Wir haben den Karl-Heinz Bracher, Direktor von der Zentren Süd, Psychiatrie St. Gallen. Dann wir haben den Michi Riemle, er ist Leiter berufliche Integration SVA St. Gallen. Wir haben den Dr. Kupferschmid, Facharzt für Kinder- und Psychiatrie. Wir haben Dr. Angela Brucher, sie ist Chefärztin in Psychiatrie St. Gallen. Und wir haben Susanne Erb vom KJPD, die heute auch im Podium wird mitmachen wird. Ich habe das Thema gewählt, weil das mir schon lange auf dem Herzen liegt. Ich bin als langjährige engagierte Case Managerin und Eingliederungsberaterin an zwei IV-Stellen. Mein Ex-Chef sitzt da und der andere Chef sitzt dort hinten von der IV-Stelle Graubünden. Also, ich habe das schon lange miterlebt, wie Kinder und Jugendliche in der Krise sind. Und als Politikerin habe ich feststellen, dass man seit Jahren die unerklärliche Lücke der Versorgung besteht. Das hat mich sehr irritiert. Und mit mehreren Vorstössen haben wir im Kantonsrat mit meinen Kolleginnen zusammen, die auch da sind, danke vielmals auch für eure Anwesenheit, auf diesen Missstand hingewiesen. Wir haben uns eingesetzt und haben auch Anerkennung bekommen, dass man das Problem endlich anerkennt und eine rasche Verbesserung in Aussicht stellen wird. Zumindest liegt uns jetzt ein Rahmenkonzept vor, das die Regierung erst jetzt herausgegeben hat, was Adoleszentenpsychiatrie betrifft, weil dort haben wir eine riesige Lücke. Die besteht schon sehr schnell, also schon sehr lang. Und wir können jetzt eigentlich darauf hoffen, dass eine schnelle und pragmatische Umsetzung erfolgen wird. Wenn Jugendlichen der Einstieg im Beruf nicht gelingt, aufgrund von psychischen Erkrankungen, dann haben wir ein gröberes Problem. Also wir haben ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem, wenn uns das nicht gelingt. Abgesehen von dem Leid der Eltern und der betroffenen Personen selber, meine ich, dass wir eine Pflicht haben, etwas zu verändern und einen Beitrag zu leisten. Die Jugend ist die Gesellschaft von morgen und darum brauchen erkrankte junge Menschen adäquate Behandlung, und zwar sofort. Darum bin ich da und engagiere mich schon seit Jahren in verschiedenen Funktionen als Case Managerin, berufliche Integrationsberaterin und jetzt auch als Politikerin. Und dort wollen wir eigentlich den Hebel ansetzen. Ich danke euch für euer Engagement und euer Mitwirken in diesem sehr ernsthaften und herausfordernden Thema. Danke vielmals. Ich gebe das Wort an Karl-Heinz Bracher. Gut, ja, also auch von meiner Seite her herzlich willkommen, die Psychiatrie St. Gallen hier am Standort in Sargans. Vielleicht zwei Worte, wo sind wir da heute? Das ist das neue Zentrum in Sargans, wo insgesamt das Ambulatorium, eine Tagesklinik beherbergt für die Erwachsenenpsychiatrie. Und im oberen Stock ist jetzt ganz neu eine Kantonsschule eingemietet bei uns im Gebäude. Ich möchte Sie natürlich auch ganz herzlich begrüßen, geschätzte Damen und Herren, natürlich auch die Referentinnen und Referenten. Bei der Vorbereitung zu dem Thema bin ich auf ein paar Zahlen gestoßen. Vielleicht können wir schnell weiterschalten. Und da fällt auf, man könnte jetzt kontrovers sagen, einerseits stellt man fest, wenn man Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammenfasst, das sind zwar Zahlen aus 2021, ist es eher ein leichter Anstieg von der Konsultationen in ambulanter Bereich. Das ist jetzt meine Brille, die ich aufhabe. Aber was auch auffällig ist, ist, dass wir einen starken Anstieg bei den Mädchen haben. Also der ist wirklich frappant, dass offenbar bei den Mädchen die Rate um 15,1% gestiegen ist. Bei den Erwachsenen könnte man sagen, es ist eine Seitwärtsbewegung. Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, 2022 oder wie sich jetzt das 2023 entwickelt, aber vielleicht werden wir jetzt heute da auch noch aktuellere Zahlen kriegen. Wenn man schaut,
welche, bei der nächsten Folie, welche Einflussfaktoren dazu also verantwortlich dafür sind, dass es eben problematisch ist, dann wäre es jetzt eben spannend, und da bin ich auch interessiert heute zu hören, was die geschätzten Referenten und Referentinnen meinen, was denn dazu führt, dass psychische Krankheit oder Störungen zunehmen. Biologische Faktoren, die verantwortlich sind, die auch Wechselwirkungen zur Psyche haben, oder umgekehrt, psychische Faktoren, die eine Rolle spielen und auf den Körper einwirken, oder sind es gesellschaftliche Faktoren, die besonders wirken und jetzt eine Herausforderung für die jungen Menschen sind. Es zeigt das Zusammenspiel zwischen dem, wie wir behandeln, bio, psychosozial, und eigentlich der Blick auf das Ganze zu werfen versucht. Und da ist es wirklich interessant zu schauen, welche Veränderungen führen denn dazu, dass es zu so einem Anstieg von psychischer Erkrankung kommt. Gut, damit gebe ich gern das Wort weiter an den nächsten Referent. Wir als IFA-Stelle, St. Galler, allgemein als IFA-Stelle, sind mit den Themen natürlich sehr stark konfrontiert, und ich würde gerne als Einstieg mal auch noch ein paar Zahlen präsentieren. Die Zahlen sind von 2022, auch respektive 2021, und das ist eine ganz wichtige und ich denke für den Einstieg auch ganz zentrale Statistik. Wenn Sie die anschauen, dann sehen Sie da drauf, das ist der rote Strahl. Und der rote Strahl zeigt die Neurente, die wir zusprechen, nach dem Krankheitsprinzip, also Geburtsgebrechen, Nervensystem oder psychische Erkrankung. Also der rote Teil sind die psychischen Erkrankten. Und jetzt, wenn ich eine Frage in die Runde stelle, was denken Sie, wie hoch ist der Anteil von den Minderjährigen bis 24, die eine psychische Rente haben? Das ist ganz wichtig, dass man das auch sieht, oder? Der rote, das sind zwei Drittel der Neurenten, die die Invalidenversicherung, und zwar nicht nur der Kanton St. Gallen, sondern gesamtschweizerisch zusprechen, sind junge Menschen, die eine psychische Problematik haben. Und jedes Mal, wenn ich das hier referiere, respektive vorzeige, komme ich Hennenhaut über, weil das ist für mich eine erschreckende Zahl. Und ich glaube, das unterstreicht genau das, was Katrin Schulthess zum Beginn gesagt hat. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und nicht aus Kostengründen, sondern das ist einfach wirklich alarmierend und traurig, dass man so in so einer Situation, respektive in so einer Lebensphase unterwegs sind, wo so viele Menschen bereits schon in frühen Jahren angewiesen sind auf eine Invalidenrente, weil sie gar nicht in der Lage sind, das Leben selber zu meistern zu können. Das ist ganz kurz noch, auch damit Sie es im Gesamtkontext sehen, auch die Entwicklung, die wir haben, bitte nochmal zweimal drücken, die Entwicklung, die wir gemacht haben. Wir haben im Jahr 2020 haben wir 16.500 Neurenten zugesprochen. Jetzt reden wir von 18.000 Neurenten. Das ist die Entwicklung in der Schweiz, wo auch immer viele meinen, wir zahlen gar keine Rente mehr. Ist also nicht so. Neurenten ist durchaus am Steigen. Aber was eben auch da wieder entscheidend ist, wenn Sie die Verhältnisse anschauen, von den einzelnen Einschränkungen, dann ist einfach der Hauptteil die psychische Erkrankung, egal, eben über Erwachsene oder Kind. Und da sehen Sie es einfach noch in nackten Zahlen. Haben wir da die wirklich, glaube ich, sehr anschauliche Übersicht, wo man sieht, wie die Verteilung ist. Und das gerade Unfall, der oftmals dreht ist, das ist ein verschwindend kleiner Teil, Geburtsgebrechen etc. Also wirklich da, glaube ich, das sind Zahlen, die man so kann gut mitnehmen kann. Und eben, das zeigt, wie wichtig das Thema auch ist. Die IV, die Invalidenversicherung, hat aufgrund von deren Entwicklung sich auch Gedanken gemacht, wie sie da entgegenwirken kann. Und wir haben im Jahr, am 01.01.2022, haben wir die Weiterentwicklung von der IV eingeführt. Und die Weiterentwicklung von der IV zielt ab auf Kinder, Jugendliche mit einer psychischen Erkrankung. Also, das ist nicht nur der einzige Punkt, aber eines von diesen Themen ist genau das Thema, das wir jetzt vorher statistisch gesehen haben, wo versucht, die IV einen Teil dazu beizutragen, dass man dem Ganzen entwickelt, dem Trend kann entgegenwirken. Das Nächste, was auch noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir versuchen in dieser Weiterentwicklung auch die Menschen, die die Einschränkung haben, die in die Problematik kommen, versuchen wir nicht irgendwo in eine Laborsituation hineinzugehen, sondern versuchen, die im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, versuchen, näher am ersten Arbeitsmarkt zu sein, dass eben die Gesellschaft, die am Schluss auch die Menschen sollten wieder ihren Rang finden können, dass die auch wirklich die
auch in dieser Umgebung nachher auch ihre Entwicklung machen können. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir das immer im Auge behalten. Bitte eins weiter. Wir reden jetzt neu von einer Begleitung, von einer ganzen Lebensphase. Also Lebensphase heisst, von Geburt an, bis er ins AV-Alter kommt, reden wir von einer ganzen Lebensphase, wo die IV eine Fallführung hat. Natürlich, die kann sehr unterschiedlich sein, aber grundsätzlich reden wir von dieser Lebenslinie, wo die IV eine begleitende Funktion hat. Wenn Sie jetzt eins weitergehen, haben wir Geburtsgebrechen bis 20 Jahre, das ist nicht neu, hat sich nicht geändert. Und wenn noch mal eins drückst, bitte. Dann reden wir von der ab 18 Rentenprüfung, das ist auch immer noch gleich. Da hat sich nichts geändert, da sind wir weiterhin so unterwegs, wie man es von der Invalidenversicherung kennt. Wenn Sie nochmal eins drücken, bitte, dann ist etwas ganz Zentrales, was wir neu eingeführt haben. Die einen haben das sicher schon gehört, wenn ich das Fachpublikum schaue, aber trotzdem wichtig zu wissen, dass ab 1.1.2022 die Möglichkeit besteht, dass man Menschen mit einer bedrohenden Invalidität ab dem 13. Lebensjahr kann bei uns melden. Ich rede von einer Meldung und nicht von einer IV-Anmeldung, sondern zuerst einmal melden. Also wenn irgendein Verdacht besteht, dass das könnte eine Schwierigkeit sein, dann besteht die Möglichkeit nicht erst ab 18, sondern jetzt bereits ab 13, uns die Personen zu melden, dass wir frühzeitig drin sind, mit dem Ziel, Begleitung zu machen und sie auf den Wechsel in die Berufswelt bereits schon frühzeitig aufzunehmen und zu unterstützen, dass eben nachher dann auch eine Lehre auch möglich ist. Das ist der Teil, den wir machen, aber da haben wir natürlich auch gewisse Einschränkungen. Aber wichtig ist, dass man das weiss ab 13. Und das gibt verschiedene Institutionen, die das melden können. Leider der Lehrer nicht, das ist schade. Das ist jetzt aber einfach so, wir müssen akzeptieren. Aber zum Beispiel ein Amt für Berufsbildung, also alle Behörden dürfen das machen. Es dürfen die Eltern machen, es dürfen mit im die dort wohnen, den Brüder oder so. Also man muss aber einfach dem Jugendlichen sagen, hey, ich habe dich bei der IV gemeldet. Dann machen wir genau den gleichen Prozess, wie wir auch sonst machen. Wir machen die Früherfassung, wir gehen mal an und schauen, wo ist denn das Problem, was ist das Thema und steigen dann allenfalls ein mit einer IV-Anmeldung, wo wir nachher ganz klar auf den Prozess gehen, wie schaffen wir das, in Begleitung vielleicht mit dem Therapeut, in den Berufswahlprozess hineinzubringen, dass er die Chance hat, noch eine Lehre zu machen und nach Möglichkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das ist wichtig, dass man das einmal sieht, oder? Ich habe gesagt, 1.1.2022 haben wir das eingeführt und wir haben bis jetzt 66 von Früherfassungen gehabt. Das ist im Moment vielleicht nicht wahnsinnig viel, aber wir finden das für das erste Jahr schon sehr viel. Also wenn wir jetzt 5 gehabt hätten, und ich rede nur vom Kanton St. Gallen, Entschuldigung, also der Thomas Pfiffner, Graubünden, hat sicher auch hier einen Haufen Zahlen. Dann zeigt sich, dass 66 einfach jetzt nach dieser kurzen Zeit ist noch viel, wenn wir sind das im bekannt machen. Und ich kann Ihnen sagen, bei den Erwachsenen haben wir in unserem Kanton St. Gallen etwa 600 bis 700. Also ist das keine schlechte Zahl. Und das Nächste, was auch noch interessant ist, ist eben die zugesprochenen Integrationsmassnahmen, die wir machen können im Rahmen von diesen Jugendlichen, die ich nachher dann aber noch genauer erkläre. Aber da haben wir bereits schon 50 so Massnahmen können zusprechen können. Dass eben nicht nur die Meldung, man sieht das nicht nur, die brauchen Unterstützung, sondern die IV kann hier auch etwas anbieten. Da ist meines Erachtens eine sehr gute Übersicht, wo man sieht, einerseits wieder unten da die Lebenslinie und gleichzeitig aber auch, was haben wir denn jetzt Neues gemacht? Ich habe von der Früherfassung geredet, ab 13, wo möglich ist, dass das uns gemolden wird. Bitte eins weiterdrucken. Dann haben wir hier die Integrationsmassnahmen für Jugendliche. Da geht es genau darum, eine gewisse Stabilität können zu geben, damit der Jugendliche auch in der Lage ist, in die Berufsberatung, in den Berufswahlprozess einzusteigen. Die Grundvoraussetzung da ist aber, dass er das obligatorische Schulzeit verbracht hat. Während dem, dass er noch in der Schule ist, können wir einzige Gänsefüßchen die Berufsberatung machen und allenfalls Lehrstellensuche unterstützen. Sonst können wir keine Massnahmen machen. Die obligatorische Schulzeit muss abgeschlossen sein. Das hat natürlich auch mit den unterschiedlichen Partnern, die drin sind, auch damit zu tun. Aber nach obligatorischer Schulzeit sind wir in der Lage, um eine Integrationsmaßnahme zu zahlen. Und wie Sie jetzt sehen, haben wir da doch wirklich eine beachtliche Zahl dürfen mit den Integrationsmaßnahmen. Das sind zum einen mal eine Tagesstruktur geben. Das heisst, das kann 2 Stunden sein, während 3 Tage zum Beispiel. Und nachher steigern wir das auf 4 Stunden. Oder sagt, ja, statt 3 Tage gehen wir 5 Tage. Das sind so Variablen, wo wir die Möglichkeit haben,
das zu machen, während einem Jahr, allenfalls auch zwei Jahre. Und wenn alles bergab geht und es ist nicht gelungen, dann heisst das nicht, dass er mit 25 bei uns ist, da quasi nicht mehr kann. Also die Integrationsmaßnahme ist neu so, dass die nicht mehr Zeit lebens einfach angerechnet wird, sondern dann, wenn er in der Massnahme ist, haben wir die Möglichkeit von einem Jahr, allenfalls Verlängerung auf zwei Jahre, wo man da, aber immer der Fokus Integration und nicht Therapie, das ist mir noch ganz wichtig. Wir haben aber bereits schon, und das möchte ich gerade den Steilpass geben, zu der, mit Lind, wo wir zusammen arbeiten, jetzt nicht nur allein im jugendlichen Bereich, sondern im Erwachsenenbereich, dass man so ein Setting hat, wo sich ergänzt. Drei Tage bei uns in der Integrationsmaßnahme und zwei Tage in der Tagesklinik zum Beispiel. Das ist natürlich etwas, was wir extrem spannend finden, weil der therapeutische Ansatz ist wichtig, auch in dieser Phase rein. Und gleichzeitig aber eben auch schon auf den Berufsprozess gehen, auf den Integrationsprozess gehen. Da gibt es Modelle, die ich meinte, die könnten sehr spannend sein, wo es sich auch lohnt, um die weiterverfolgen. Bei den Jugendlichen sind wir auch in der Lage, um eine Berufsmöglichkeit anzubieten. Das heisst, dass er verschiedene Berufe kann anschauen, nicht schnuppern, sondern vielleicht, dass er sagt, ich gehe drei Monate in den Gartenbau, drei Monate in die Schreinerei und drei Monate noch da. Da wird er begleitet durch uns, ohne Taggeld. Weil wenn man nicht, da gibt es kein Taggeld, aber wichtig ist, dass er für uns begleitet wird und er die Möglichkeiten hat, so schnuppern, so Berufe anzuschauen und eben nicht nur eine Woche, zwei, sondern wirklich durch uns finanziert bei dieser entsprechenden Stelle während maximum ein Jahr. Dann haben wir die spezifischen kantonalen Brückenangebote, die gibt es heute schon. Das sind die der Kanton anbietet und dort tun wir einfach allenfalls noch ein Sondersetting mitfinanzieren. Wenn es darum geht, dass er allenfalls ein Coaching braucht, dass er in der Bewerbungssuche noch mehr Unterstützung braucht, dann können wir das Kantonsprogramm noch weiter unterstützen. Und als letztes haben wir die gezielte Vorbereitung. Dort sind wir in der Lage, dass ein Jugendlicher, der zwar weiss, ich werde Maler, aber er ist vielleicht noch nicht ganz so auf dem Niveau, dass er nachher im ersten Lehrjahr nicht gerade schon wieder in den Rückstand kommt, dass wir in der Lage sind, um mal so eine Vorbereitung zu finanzieren, wo er zwar den Beruf schon lernt, aber vielleicht noch schulische Lücken können gedeckt werden oder dass wir dort noch ein bisschen Unterstützung geben, weil er in dem Problem hat, damit er nachher im effektiven Lehrbeginn auch so weit bereit ist, dass er wirklich auch kann durchstarten kann. Und dann hinten raus kommt dann die Ausbildung. Und dann kommt auch noch eine mögliche Arbeitsvermittlung. Alles das, was wir schon länger als Massnahmen haben. Aber ich glaube, wirklich wichtig ist, und da sieht man auch, warum wir sagen, eine von der Stossrichtung von der Weiterentwicklung oder von der siebten IFA-Revision sind die Sachen, wo es um die Jugendlichen geht, damit die eben auch da wirklich dann auf den Weg kommen. All das besteht auch die Möglichkeit, zum unkonventionelle Sachen machen, das heisst Frühinterventionsmaßnahmen, genau gleich, wenn wir es schon bei den Erwachsenen haben, haben wir die Möglichkeit, pro Versicherten bis maximum 20'000 Franken etwas zuzusprechen. Das heisst zum Beispiel ein Coaching, zum Beispiel Lehrstellensuche etc. Da sind wir auch in der Lage, dass wir das zusprechen können in dieser Phase, in der der Jugendliche gerade steckt. Ausgebautes Beratungsangebot. Wir sind da weitergegangen und haben eben gesagt, wir haben jetzt diese Situation und genau so Themen, wie schaffen wir das? Ich meine, wir sind zwar wirklich eine sehr schöne Anzahl von Beraterinnen und Beratern, aber wir haben keine Chance, um alle Schulen abklappern. Wir haben keine Chance, um alle Stellen so zu informieren, dass die auch wissen von dem Angebot. Selbstverständlich nutzen wir jede Gelegenheit, die wir dürfen, referieren. Aber was wir auch gemacht haben, ist, wir haben im Witz im Kanton, wir haben in der Psychiatriestelle und im Schmerzzentrum im Kanton St. Gallen, haben wir angefangen, sogenannte Sprechstunden einzuführen. Das heisst, dass die Möglichkeit besteht, dass man bei uns vorbeikommen kann, also dass man auf einen Beiz vorbeikommen kann und auf dem Beiz zum Beispiel kann mit uns reden, ja, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Und genau ein Lehrer oder eine Lehrerin oder jemand aus der heilpädagogischen Schule oder was auch immer, Eltern können vorbeikommen und uns direkt die Fragen stellen, die sie beschäftigen. Wir reden bei den Beiz von der Beratung Plus. Beratung Plus heisst da zuerst einmal, dass wir uns vorstellen können, was können wir denn überhaupt? Das ist noch wichtig, oder? Was bieten wir an? Das, was ich jetzt euch erzähle, dass Eltern auch wissen, hey, da geht es um Integration, da geht es nicht um etwas anderes. Das ist leider Gottes immer noch ein Image, das die IFA hat, dass es immer gerade von Rente dreht ist, sondern da geht es um Integration. Und das haben wir die Möglichkeiten. Dann die Unterstützung, die Angebote, die es gibt.
Und ganz wichtig ist, allgemeine Informationen zu der IV, zum IV-Verfahren. Nach wie vor haben ganz viele Menschen Angst vor der IV. Ich will nicht in den Koloss sein, ich will mit der IV nichts tun haben, ich habe keinen IV-Fall. Und da können wir natürlich gewisse Vorurteile abbauen, indem wir den Eltern, indem wir den Lehrer erzählen, um was es denn da geht. Und dass wir eben da wirklich ein Partner sind, wo wir die Integration miteinander auf den Weg gehen. Und last but not least, können wir eben aufgrund dessen entweder eine Früherfassung sparen und sagen, hey, wir machen gerade eine IV-Anmeldung. Oder, wie gesagt, der Lehrer dann die Möglichkeit geben, dass er uns das melden kann und wir dann entsprechend reagieren können. Weil die auf dem Beiz, die dürfen so Früherfassungen machen. Es ist nicht so, dass es dann immer zwingend ist, sondern wenn wir dort in der Sprechstunde sind, sind wir die Ansprechpersonen und sonst hat es auf den Beiz Ansprechpersonen, sogenannte Case Manager vom Kanton St. Gallen. Das nächste ist, nächste Folie, das sind eben die, wenn wir beraten, die hast du schon gesagt, Jugendliche, Erwachsene mit potenziellem Unterstützungsbedarf. Also es sind nicht nur die Jugendlichen, die dürfen kommen, selbstverständlich auch Menschen, die einen Veränderungsprozess mit sich machen, die auch IV-Unterstützungsbedarf brauchen. Dann die berufsberatenden Personen vom BITS, das sind für uns die verlängerten Arme, die gehen an Elternabend, die gehen also Veranstaltungen, wo sie dann genau die IV vorstellen, respektive die Früherfassung vorstellen, dass man weiss, es gibt niederschwellige Angebote, wo ich einen Zugang habe, wo gerade schon mal jemand kann sein Thema platzieren. Lehrpersonen, Heilpädagogen etc. Aber wie gesagt, das ist nicht abschliessend. Es gibt nicht ein Kriterium, wer darf kommen. Das Einzige ist, und ich habe darum auch den Flyer mitgenommen, dass es eine vorherige Anmeldung braucht. Das ist ein Problem, da kommen 20 Leute und wir haben nur für 10 Platz, weil einfach jedes Gespräch etwa eine halbe Stunde geht. Das kann es auch nicht sein. Wir wollen nicht kompliziert sein, aber da ist einfach wirklich darum, dass es organisatorisch auch möglich ist, dass man kann sagen kann, lass, ja, komm bitte das nächste Mal, wir sind bereits schon voll. Aber auch da war bisher nie ein Thema gewesen, weil wir operieren nicht am offenen Herz, wie man so schön sagt. Und darum ist es sicher auch möglich, so eine Beratung einmal zu verschieben. Wir machen die monatlichen Sprechstunden, die machen wir monatlich auf diesen Bits. Und jetzt würden hier alle Bits eingeleuchtet sein. Also wir haben 7 Bits. Entschuldigung, Berufsinformationszentrum vom Kanton St. Gallen. Ich glaube, das kennen alle. Ich habe jetzt immer in der Abkürzung geredet. Das sind alle die Standards. Die sind auch hier noch aufgeführt. Ich lege die Flyer nachher auf. Können Sie gerne mitnehmen. Ich bin froh, wenn Sie sie verteilen. Wirklich ist ein ganz wichtiges neues Angebot. Und da haben Sie nachher eine Möglichkeit, um eben, wie gesagt, sehr, sehr unverbindlich in ein Gespräch zu gehen, sich zu informieren und allenfalls dann schauen, ob eine IV-Anmeldung wirklich auch Sinn macht. Ich nutze aber die Gelegenheit, das ist jetzt das, was wir für die Jugendlichen anbieten. Die haben vorhin schon gesagt, wir machen auch Sprechstunden für Erwachsene. Wir haben jetzt seit 2021 haben wir in allen Psychiatriezentren Sprechstunden eingeführt, im ganzen Kanton St. Gallen. Und wie auch schon gesagt, im Schmerzzentrum im Kanton St. Gallen haben wir das auch gemacht, seit 2023. Und die sind zwar unterschiedlich gefüllt, aber trotzdem auch da haben wir genau das gleiche Bedürfnis, dass man aufeinander zugeht, dass man miteinander redet, dass eben Brücken gebaut werden zwischen der IV und den Psychiatriezentren zum Beispiel. Weil was nicht passieren darf, ist, jemand ist in einer stationären Behandlung, kommt raus und dann weiss er nicht, was mit ihm passiert. Respektive man verspricht vielleicht etwas, wo man mit der IV nicht abgesprochen hat, sondern die Brücke zwischen ihnen, die muss funktionieren. Und von daher haben wir das eingeführt und das funktioniert sehr gut. Unterschiedlich in den Standorten, aber ich denke, es ist auch ein bisschen von der Größe abhängig. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, das gleiche auch in der Schmerztherapie. Wenn wir weitergehen, das nächste ist Zusammenarbeit, hohe Kompetenz. Also wir erlauben uns auch da fachlich einzubringen, sodass eben genau Leute, die vielleicht von der IV zwar einiges wissen, aber die Gefahr besteht, dass man irgendetwas verspricht, was dann eben so nicht stimmt. Dort geht es darum, dass man eben genau die Frage direkt erklären, direkt absprechen. So gibt es auch kein Missverständnis. Effizient und lösungsorientiert, auch da gilt selbstverständlich wie bei den Jugendlichen. Da können wir sofort gerade anschauen, hey, mal machen eine IV-Meldung, wir können einsteigen. Es ist so wichtig, dass man frühzeitig dran ist und da eben nicht zusätzlich irgendwelche Hürden einbaut. Und das Letzte, glaube ich, für mich der wichtigste Teil von dem Ganzen, was wir möchten Vertrauen schaffen. Integration ohne Vertrauen ist wahnsinnig schwierig. Und eben, wie gesagt, die IV hat nicht immer nur ein positives Image. Und da kommt auf einmal jemand vorbei mit Fleisch und Blut und kein Beamter, der irgendeinen Zettel bekommen hat.
Also da, wo Katrin Büss jahrelang gemacht hat und zeigt sich und nimmt sich dieser Person an. Und da merkt man einfach, das ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute sehen, hey, mal, da habe ich jemanden, der mich unterstützt, der mich begleitet und eben auch Perspektiven gibt, wenn ich aus der Klinik rauskomme, dass es noch eine Anschlusslösung gibt und nicht, dass ich daheim sitze. Und das ist genau das Thema, mit dem möchte ich auch schliessen, das mich beschäftigt, wenn es um die Jugendlichen geht, dass es eben bei den Erwachsenen-Tageskliniken gibt und im Kanton St. Gallen für Jugendliche nicht. Was einfach für mich wirklich ein Punkt ist, wo ich jetzt auch weiss, dass der vom Kanton aufgenommen worden ist, aber trotzdem, da merkt man es einfach, da hast du einen anderen Erfolg. Du kannst ein Setting machen, du kannst eine Therapie begleiten, wir können mit den Integrationsmassnahmen einsteigen, je nachdem, wir können mit den Tagesklinik schauen, wo jemand steht. Und weil das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste und für uns auch immer die Herausforderung. Wir haben zum Teil Menschen, die zu früh aus diesen Therapien rauskommen, dann bei uns sind und eben nachher, wenn wir nichts machen, fällt alles wieder zusammen, was ist, fangen wir zu früh an, sind sie nicht so weit, dass sie schon frei sind für die Integration. Und das ist etwas, wo man wirklich schauen müssen. Und wir versuchen mit dieser Kommunikation, mit dieser Brücke, ein Stück weit können, dem Thema entgegenzuwirken, in einer sehr, sehr angenehmen Partnerschaft. Und an dieser Stelle auch vielen Dank. Ja. Gut, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auch, Sie da willkommen zu heißen in unseren Räumen. Ich selbst habe mir überlegt, oder was möchte ich hier hineinbringen? Mir ist es wichtig, vorab schon zu sagen, ich bin Erwachsenenpsychiaterin. Und wir in der Erwachsenenpsychiatrie sind ein Stück weit auch überfordert oder ein bisschen überfordert, wenn immer mehr junge Menschen zu uns kommen mit Problemen oder Themen, wo wir den Eindruck haben, das ist nicht unbedingt das, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben und wir nicht so richtig wissen, wie wir denen gerecht werden sollen. Zum einen und zum anderen, das kommt später auch noch, sind ja in unseren Einrichtungen, in unseren Tageskliniken, Stationen etc. die Menschen, also bis zum Lebensende vom Alter her. Also das heißt, wenn wir dann eine 18-, 19-jährige Person haben, kann das sein, dass die mit lauter 50-, 60-Jährigen im Angebot ist. Einfach, dass ihnen das so bewusst ist. Es kommt, denke ich, später auch noch in der Diskussion, aber das sind schon mal Herausforderungen. Als ich diesen Vortrag und dieses Thema bekommen habe, habe ich gemerkt, ja, das stimmt, Katrin hat recht, wir haben da ein Problem, wir haben sehr viele junge Menschen und wir haben zunehmend oder wir haben das Gefühl, wir werden denen nicht gerecht. Aber was erzähle ich euch jetzt? Das habe ich jetzt schon gesagt. Und dann habe ich mich in das Thema ein bisschen vertieft. Ja, das ist so das, was ich euch erzählen möchte. Eben so Ausgangslage, Zahlen, Fakten, was haben wir? Ich bleibe auch bei unserem Betrieb, Psychiatriedienst des St. Gallen. Was bieten wir und was sehen wir? Was für ein klinisches Bild? Ich selbst habe dann eigentlich in den letzten Jahren schon überlegt, was haben denn die? Und bin immer wieder so auf dieses Konzept, dieses Krankheitssyndrom, das Hikikomori aus Japan, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, gestoßen, habe das Gefühl gehabt, ist das wirklich, passt das nicht irgendwie auch? Auf das werde ich später eingehen. Und dann so zum Thema, was bieten wir diesen jungen Menschen, was ist unsere Haltung und wo sehe ich Bedarf? Ja, das sind Zahlen, jetzt noch einmal Zahlen. Sie müssen es nicht genau alles anschauen, aber das sind jetzt wirklich Zahlen der Psychiatriedienste St. Gallen. Da habe ich unsere Patientenadministration gebeten. Ich wollte wissen, ist das eine subjektive Wahrnehmung von mir, dass wir mehr junge Menschen haben oder ist das nachweisbar? Und habe ihn gebeten, er soll mir sagen, alles was wir haben, Nord-Süd, ambulant, stationär, Tagesklinik, alle Menschen bis 24 Jahre in den Fall, also unsere gesamten Fälle und alle unter 24 Jahre. Da seht ihr, dass das relativ stabil ist, es beginnt 2011, ist relativ stabil bis 19, bis 20 und fängt dann, da sind wir beim Thema, denke ich, Pandemie, fängt dann zu steigen an. Und dann gibt es schon einen signifikanten Anstieg, wenn wir vorher bei so 12-13% waren und jetzt sind wir bei 15,5% Patientinnen und Patienten unter 24 Jahre. Ich habe es mir dann auch nochmal, das ist relativ in Prozent, aber wir merken ja auch, dass wir sowieso, das ist unser großes Problem, wir haben sowieso viel mehr Patienten als sonst und Patientinnen. Also wir merken ja sowieso einen Riesenzuwachs, nicht nur bei den jungen Erwachsenen. Jetzt habe ich mir nochmal die absoluten Zahlen angeschaut, also wie viel mehr junge Erwachsene haben wir jetzt als vorher. Und da sieht man es nochmal signifikanter, weil eben alle anderen auch zugenommen haben, fällt es in den Prozent nicht so auf. Aber ihr seht, wenn wir da 2011 bei 1368
Patientinnen und Patienten unter 24 waren und jetzt 2022 waren wir bei 2474, dann sind das 1106 Menschen mehr. Also das ist jetzt massiv mehr, oder? Das ist ja fast das Doppelte, nicht ganz das Doppelte, aber zwei Fünftel mehr. Also wir sehen sehr viele junge Menschen, das ist nicht nur mein subjektiver Eindruck. Zunahme der Fallzahlen insgesamt, also wir in der Psychiatrie merken sowieso, dass wir im Moment an den Anschlag kommen. Die Zunahme relativ und absolut der jungen Menschen in allen Settings. Dort haben wir wiederum die Schwierigkeit, dass eben die Settings von uns für diese jungen Menschen nicht unbedingt passend sind. Das ist ein Setting für von 18 bis 100, oder wisst ihr, wie ich meine? Und die Zunahme seit 2020 noch einmal stärker. Und was mir dann auffällt, ich bringe jetzt dann auch zwei Fallbeispiele, dass die jungen Erwachsenen, da bin ich nachher froh, mit den Kindern- und JugendpsychiaterInnen zu diskutieren, dass die Themen und Problembereiche immer wieder ähnlich sind. Also wir sehen sehr viel so Dysphorie, depressive Symptomatik, keine Ziele, keine Lust, irgendwas zu machen, sozialer Rückzug, sehr viel so Ängste, so Versagen, Existenz, wie sehe ich aus, Mobbing, wie bewerten mich die anderen in den sozialen Medien, sehr stark die Verhaltenssüchte, also dass man die jungen Personen, auch wenn wir sie stationär haben, also praktisch von ihrem Nadel, dass sie das mal 10 Minuten irgendwo weglegen, das ist, ich weiß auch nicht, womit ich es vergleichen könnte, aber das geht nicht. Auch das Thema so Gamen, Fernsehen, also dass das massiv, teilweise 7, 8, 9, 10, 12 Stunden am Tag. Ein Riesenthema, eben auch bei uns in Tagesklinik oder stationär, dass junge Menschen dann nicht zur Arbeit, nicht in die Ausbildung, weil sie die ganze Nacht da beschäftigt waren. Ja, gerade auch eine junge Patientin bis 3, 4 in der Früh am Natel, Instagram, Facebook etc. Und dann in der Früh natürlich steht sie nicht auf. Substanzkonsum, das Thema Cannabis ist noch relativ präsent bei unseren jungen Patientinnen und Patienten, verhindert oft auch die Teilnahme in unseren Angeboten, weil wir eigentlich eine Abstinenz verlangen. Häufig, genau. Und dann eben so dieses Thema, eigentlich auf nichts Bock, keine Perspektive, kein Ziel, keine Motivation. Nicht mal Motivation, irgendwas anzustellen, einfach gar keine Motivation. In der Regel dann eben aus dem heraus keine abgeschlossene Schulbildung und wiederholte Scheitern, was natürlich auf den Selbstwert sich sehr negativ auswirkt. Ja, das wäre so ein Fallbeispiel. Ich habe jetzt zwei und ist mir wichtig, dass ihr euch vorstellt, wir haben von denen, ich habe die Fallbeispiele beide aus Tageskliniken, aus unseren verschiedenen Zentren. Ich habe die, das, also wenn ich einfach die Tagesklinik aufmache, finde ich in jeder unserer Tagesklinik 2, 3 Personen, muss ich nur schauen, so jünger als 2000 und das liest sich immer ungefähr gleich. Junger Mann, 21 Jahre, Lehrabbruch nach vielen Fehlzeiten, nicht erschienen dort, ungesunder Schlaf, also Tag-Nacht-Rhythmus, schädlicher Internetkonsum, schädlicher Cannabiskonsum, schaut stundenlang Serien, Gamen, Social Media, YouTube, mangelnde Tagesstruktur. Psychischer Zustand hat sich zunehmend verschlechtert im Corona-Lockdown, das sehen wir auch oft. Dort völliger Verlust der Struktur, also das, was vorher noch war, dass er irgendwo hingehen musste, ist dann ganz eingebrochen. So das Thema Homeschooling, bei denen die Mühe haben, sich selbst zu strukturieren, hat sehr schlecht funktioniert. Dann das Thema zunehmend dann aber auch Einsamkeit, das sehen wir dann eben auch. Die haben ja dann eigentlich gar keine Freunde, also auch nicht Freunde, mit denen sie zusammen trinken und kiffen gehen, sondern eigentlich gar keine. So Rückzug, das habe ich jetzt so rauskopiert eigentlich aus der Aufnahme. Ausbildung, erste Lehre als Metzger angefangen, nach 4 Monaten abgebrochen, dann einen Vorkurs gemacht, gestalterischer, weil er eigentlich Grafiker werden möchte. Den hat er dann auch abgebrochen, eben wegen den Fehlzeiten. Dann war er zuerst stationär bei uns auf der Suchtstation wegen dem massiven Cannabiskonsum und dem Gamen. Nach der Suchtstation haben sie ihn dann zu uns in die Tagesklinik zugewiesen. Dort hat er wieder sehr viel gefehlt, dann hat man ihm gesagt, das geht so nicht, man stellt ihn raus aus der Tagesklinik. Das ist dann leider in der Zwischenzeit auch passiert. Was man noch gemacht hat, ist dann eben ADHS-Abklärung mit der Fragestellung, ist auch ein ADHS im Spiel, antidepressive Behandlung eingeleitet, Psychotherapie, unseren Sozialdienst eingeschaltet mit der Frage eben IV-Anmeldung und berufliche Maßnahmen. Aber das seht ihr, das klingt schon so ein bisschen... Wenn man das Gefühl hat, das könnte mein Sohn sein, denkt man sich, na oje, oder? Da macht man sich große Sorgen.
Das andere ist eine junge Dame, wirklich ziemlich ähnlich, ist aber eine andere Tagesklinik. Auch Cannabiskonsum, massive Gefühlsschwankungen. Das erlebe ich noch öfters, oder du denkst auch in Richtung emotional instabil, bei den Damen mehr als bei den jungen Männern. Oder die Stimmungsschwankungen dann auch mit Selbstverletzungen, Selbstwertproblematik, Suizidgedanken. Das Gefühl, sie kann nicht mehr, eben dann das Thema Selbstverletzungen mit Rasierklingen, verschiedenste Namen an Armen und Beinen. Dann auch das Thema Panikattacken, soziale Ängste, sie traut sich nicht rausgehen, hat Mühe, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden, zieht sich zu Hause zurück. Albträume, eine Mutter, die selbst alkoholkrank ist und sie abwertet, Thema Essstörung, fraglich Anorexie. Zum Zeitpunkt jetzt bei uns in der Tagesklinik weniger Anorexie, aber Orthorexie. Das nennt man, wenn jemand jetzt im Moment vom Gewicht her stabil ist, aber sehr auf gesunde Ernährung aufpasst, in einer Art und Weise, dass man eigentlich nicht mehr von gesund sprechen kann. Also ständig so Diäten und das ist gesund und das ist nicht gesund und das Erlaubte darf ich essen, das andere darf ich ja nicht essen. Ein sehr starkes Regelwerk. Genau, die junge Frau hat eine Ausbildung begonnen als tiermedizinische Praxisassistentin, hat sie aber auch abgebrochen und ist bei der IV angemeldet. Die war auch zweimal stationär bei uns wegen Cannabiskonsum und Suizidalität, Selbstverletzungen, Stimmungsschwankungen und dann eben auch in die Tagesklinik. Da haben wir auch wieder ADHS-Abklärung eingeleitet. Da wundern wir uns auch oft, wieso wir bei so vielen, das können wir vielleicht nachher auch besprechen, wieso wir bei so vielen erwachsenen Personen eine ADHS-Abklärung einleiten, was vorher ist, ob das nicht auffällt oder ob die jetzt erst auffallen, ob die dann überhaupt ADHS haben, wieso das nicht. Ja, emotional instabile Störung natürlich, war auch Thema, wurde diagnostiziert, depressive Symptomatik und schädlicher Gebrauch von Cannabis. Wir haben auch wieder medikamentös antidepressiv behandelt, Psychotherapie mit ihr gemacht, Sozialarbeiter eingeschalten und die IV angemeldet. Ich erzähle das jetzt so, weil mir ist einfach wichtig, dass ihr das euch vorstellen könnt. Ich kann jedes Angebot von uns durchgehen, stationär, ambulant, Tagesklinik und x Leute und das liest sich immer so. Und dann ist eben die Frage für mich, was ist los mit unserer Jugend? Haben Sie vorher ja schon einiges dazu gesagt. Ich will auf das jetzt nicht nochmal eingehen, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht ganz neu. Es war vor dem Corona auch schon, aber es hat jetzt nochmal zugenommen. Wir hatten diese Themen auch schon vorher. Eben dann so die Frage, bin ich auch froh, wenn wir vielleicht nachher diskutieren, haben die jetzt wirklich alle ADHS? Dann hat ja jetzt irgendwie ein Drittel der Schulklasse überall ADHS. Haben die Autismus-Spektrum-Störungen? Das klären wir teilweise auch ab. Haben die alle eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Depressionen, Sucht? Was ist denn da los oder was steht denn da im Hintergrund? Das kann ja fast nicht sein. Mögliche Gründe, eben wurde einiges genannt, ich gehe dann ja nachher auch noch auf den sozialen Druck mehr ein, ist, denke ich, sicher sozialer Druck oder unsere Leistungsgesellschaft, wo man sehr schnell sehr viel leisten muss und gleichzeitig auch sehr viel Inputs von überall erhält, oder? Das war ja früher nicht so. Dann eben das Thema Reizüberflutung, Medien, ich kann das nicht so ganz einschätzen, würde ich mich auch freuen nachher in die Diskussion. Ich habe selber einen Sohn, der ist jetzt 9, wird 10, würde ich den nicht einschränken, würde der jetzt 10 Stunden auch Fernsehen? Oder wir sind, das kann ich als Beispiel sagen, wir sind im Mai, wir waren auf einem schönen Urlaub in Japan, von Tokio zurückgeflogen, 14 Stunden. Ich wollte meine Ruhe, der hat 14 Stunden lang ferngesehen und wo ich ihm gesagt habe, du, jetzt landen wir dann in Zürich, du musst abschalten, ich habe zwischendurch auch geschlafen, hat er gesagt, was jetzt schon, ich hatte noch so viel vor. Ich kann nicht 14 Stunden lang fernsehen. Ich sage nur, könnten die jetzt für immer Fernsehen und Gamen, wenn wir sie nicht einschränken? Ist das Frontalhirn? Was heißt denn das? Bin ich auch froh, wenn wir diskutieren. Eben dann, das hat der Vorredner auch gesagt, ich denke, externe Faktoren spielen eine Rolle, eben diese Klimakrise, ich selber mache mir ja Sorgen, jetzt haben wir da Waldbrände überall und so heiß ist es, dass man gar nicht mehr leben kann und Überflutungen, dort wo ich her bin in Österreich, das war noch nie in der Geschichte, war kürzlich eine Überflutung, man konnte mit dem Boot praktisch im Ort herumfahren, da gibt es aber nur einen Bach, also einfach so Sachen machen Sorgen, ich denke, die Jugend hat die Zukunft vor sich, denen macht das, denke ich, noch mehr Sorgen. Das Thema Krieg hatten wir, das Thema Covid hatten wir. Ich denke auch familiäre Faktoren, die sind nicht neu, aber spielen ja ganz sicher eine Rolle, hatten wir auch systemisch. Eben so Frage, so diese Mischung aus einerseits
alles bekommen und andererseits sozial vielleicht doch vernachlässigt sein, also dass die vielleicht zu wenig abgeholt werden teilweise. Verschiedenste Traumata, die habe ich jetzt nicht so zitiert in meinen Fallbeispielen, aber natürlich findet man gerade bei diesen Jugendlichen sehr häufig in Vernachlässigung, war ja bei der einen auch mit der Mutter, oder Traumata verschiedenster Art, Übergriffe, Gewalt etc. Oder teilweise auch, welche Rolle spielt ein überprotektives Elternhaus, wenn man jemandem vielleicht zu wenig zutraut. Ja. Und mit all dem bin ich eben, auch aus meiner Japan-Freude vielleicht, aber schon vor einigen Jahren auf dieses Hikikomori-Syndrom gestoßen, das ja in Japan in den Jahren 2000 so das erste Mal definiert wurde als stille Epidemie, weil man die Betroffenen weder sieht noch hört und weil das so schambesetzt ist, werden sie auch, also verleugnet eigentlich die Familie ihre Existenz dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht etwas ist, das in Japan ad extremum betrieben wird, aufgrund ihrer gesellschaftlichen Strukturen und der massiven Scham, was aber schon ein Thema ist, was uns vielleicht alle global betrifft, und bin dann dem weiter nachgegangen. Wenn ich vielleicht kurz sagen darf, was das ist, für die, die es vielleicht nicht wissen, es gibt das Phänomen, vor allem unter jungen Erwachsenen, unter Jugendlichen, im erst beschrieben im asiatischen Raum, wo sich Menschen aus der Gesellschaft zunehmend zurückziehen. Und das geht dann so weit, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt ihr Zimmer nicht mehr verlassen und da drinnen dann praktisch leben, auch zunehmend vermüllen, in der Regel schlafen, gamen, essen und irgendwelche Angehörigen versorgen, die bringen denen Essen und so. Und das kann dann über Jahre gehen. Und in der Regel fliegt es dann auf, wenn diesen Bezugspersonen etwas passiert und sich keiner mehr um die Person kümmert, weil die dann bis hin, also das kann dann tragisch enden. Genau. Und was eben wichtig ist im asiatischen Bereich, dass das ja etwas sehr Schambesetztes ist, wenn man einen Angehörigen hat, der so nicht funktioniert, dass die dann oft eben verheimlicht werden. Also dass man sagt, der ist im Ausland oder der ist verstorben oder so. Das heißt, dass diese Menschen eigentlich in der Gesellschaft wirklich vergessen gehen. Ja. Eben, es ist die soziale Isolation, der Rückzug und das Ganze, eben, wenn man die Diagnosekriterien erfüllen möchte, muss mindestens 6 Monate andauern. Einhergehend, ich denke, da spielen soziale Ängste rein, eben mit Stress und Einschränkungen im Funktionsniveau. Das heißt, die sind nicht in der Lage, ihrem Alltagsleben nachzugehen, brauchen eben die Hilfe oder diese Versorgung. Und in der Regel Komorbidität mit anderen psychiatrischen Erkrankungen, Angst, Depressionen und eben Verhaltenssüchte, Gamen, Fernsehen etc. Und abhängig vom Versorgungsnetz, genau. Was sind die Risikofaktoren, wenn man recherchiert? Finde ich spannend und eben auch uns jetzt im Hinterkopf behalten. Ich denke, das trifft recht stark auf unsere jungen Erwachsenen zu. Häufig auch ein hohes Bildungsniveau der Eltern, das heißt ein Erwartungsdruck. Ich habe studiert, ich erwarte, dass du auch studierst und ich erwarte, dass du die und die Leistungen bringst. Gleichzeitig aber häufig ein überproduktives Elternhaus im Sinne von, ich erwarte, dass du studierst, dass du die Leistungen bringst, dass du Klavierunterricht nimmst, aber ich gebe dir relativ wenig Verantwortung im Hier und Jetzt, um wirklich deinen Alltag zu managen. Also wenig alltagsfähig im Hier und Jetzt und gleichzeitig hoher Leistungsdruck für die Zukunft, du wirst Generalsekretär irgendwo, also ihr wisst, was ich meine. Dadurch bin ich wie nicht lebensfähig, aber sollte was ich was erreichen. Dann häufig kommt rein, dass wir der soziale Faktor, wenn man dann die Fälle aufarbeitet, Mobbing in der Schule, Diskriminierung über soziale Medien und verschiedene soziale Probleme, also dass jemand am Anfang vielleicht nicht mehr in die Schule oder zur Arbeit geht, weil Angst da ist, wegen Mobbing-Situationen. Versagen in der Schule, in der Ausbildung, also dass man die Leistung nicht bringt, die erwartet wurde, und psychiatrische Erkrankungen in der Familie. Und aufrechterhaltend, ich denke, das ist logisch, das ist bei psychiatrischen Erkrankungen immer so, ist eben, wenn man keine Hilfe holt, wenn das System aufrechterhalten wird. Wenn ich natürlich meinen jungen Sohn im Zimmer versorge und mich gleichzeitig schäme und seine Existenz verheimliche, was ihm ja gerade nochmal zeigt, was er für ein Versager ist, dann hält das natürlich das System aufrecht. Also es fehlt die Veränderungsmotivation und ich komme in einen Teufelskreis mit Chronifizierung. Ja, das hat Vorstufen, dieses Phänomen. Vorstufen sind eben der Abbruch von Schule, Ausbildung, Studium. Also wenn ich immer wieder abbreche, was ja meine 2 Fallbeispiele auch jetzt schon wiederholt gemacht haben.
Dann, das fand ich noch spannend, das ist auch eine Vorstufe und das haben wir auch immer wieder, wenn Menschen, die eigentlich, also wenn ich auf unter meinem Bildungsniveau, sagen wir, ich studiere jetzt gerade Medizin, schon seit 10 Jahren, komme nicht weiter, Prüfungsängste, gehe nicht hin, jobbe bei McDonald's und irgendwann jobbe ich immer mehr bei McDonald's und studiere immer weniger Medizin und am Schluss verbringe ich mein Leben mit Temporärjobs, wo ich mich über Wasser halte, ist eine Vorstufe, wo ich auch an diesem Leistungsdruck versage und mich nicht mehr, das kann, wie nicht mehr traue, wirklich mein Potenzial zu leben. Oder die andere Vorstufe eben, wenn die Eltern es finanzieren, dass ich eigentlich auf Kosten der Eltern lebe und gar nicht versuche, einen eigenen Weg zu gehen. Ja, fehlende Perspektive, fehlende Ziele sind eine Vorstufe und eben der zunehmende soziale Rückzug und nicht vorhanden sein von realen Freunden. Das haben wir doch auch sehr oft, habe ich viel bei jungen Erwachsenen, das Thema, dass die eigentlich Freunde haben über, was auch nicht, wie heißt das Spiel schnell, Worlds of Warcraft oder über, irgendwo einen Freund in Hamburg, den sie noch nie gesehen haben, aber kein Freund hier und jetzt, den sie treffen könnten. Und der übermäßige Medienkonsum ist ein Risikofaktor. Ja, da habe ich jetzt, das ist, seht ihr, das ist sehr aktuell, vom Mai 2023, wenn ich jetzt da recherchiert habe, einen Artikel gefunden aus einer Zeitung aus Singapur, was für ein großes Problem das ist bei den jungen Erwachsenen in Singapur, dass sie sich da zunehmend zurückziehen und in so einem Endlosschleife von Rückzug, Essen, Schlafen, Gamen versinken und wie man da rauskommen soll. Und eben, ich hatte schon mehrere Patienten, auch ambulantweise in Uzna, wo Eltern zu uns kommen. Der junge Mann verlässt sein Zimmer nicht, sie stellen ihm das Essen vor die Tür, wo wir gesagt haben, stecken Sie doch mal das Internet aus, vielleicht kommt er dann raus. Also das sind nicht Einzelfälle. Ja, dann war für mich die Frage, okay, ist das jetzt nur in Japan? Ich habe das Gefühl, nein, es ist bei uns nur nicht so ausgeprägt. Und dann habe ich das eingegeben bei PubMed, das ist so weltweit, also so ein Server, wo man sehr viele Studien finden kann, und habe eigentlich, ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt, so ziemlich aus jedem Land Studien gefunden. Also ich hab mehreres gefunden aus Italien, Spanien, Deutschland, Niederlande, USA, Mexiko, wo es immer darum ging, it's a global health issue, es ist ein weltweites Problem, ein weltweites Thema und wie stellen wir uns dieser Herausforderung? Und es geht immer darum, sozialer Leistungsdruck, Druck, dem nicht gewachsen sein, Versagen, was machen wir damit? Genau, das seht ihr, Epidemic Diffusion und so. Also es ist kein rein asiatisches Problem. Ja, dann habe ich hier, das habe ich auch, das war aus der holländischen, also ein holländischen Artikel, den ich hier zitiere. Die haben das Hikikomori-Syndrom als Extreme Social Withdrawal bezeichnet und haben da so, das wäre so der Zugang oder die multifaktorielle Behandlung. Ich habe mich gefreut beim Anschauen, weil das war jetzt so ziemlich das, was wir mit den jungen Erwachsenen in der Tagesklinik eh machen. Also wenn man vielleicht kurz schaut, Familie reinholen, dann Beziehung aufbauen zur jungen Person und dann eben wieder sich Psychopathologie behandeln, Psychotherapie, pharmakologisch behandeln, die psychiatrische Erkrankung, Medienkonsum kontrollieren, schauen, dass das Sozialleben wieder in den Gang kommt, dass die Person wieder rauskommt, IV, berufliche Wiedereingliederung, also eigentlich das, was ich aufgezählt habe. Es ist praktisch eine multifaktorielle Behandlung. Was wir eigentlich tun und was dem auch entspricht, ich denke, das Erste ist, wo wir eben oft schon ein bisschen scheitern, da freue ich mich auch wieder auf die Kinder- und Jugendpsychiaterinnen, weil ich irgendwie Mühe damit habe, wenn jemand da sitzt und sagt, ich habe keinen Bock und eigentlich wäre er eh lieber tot und eigentlich ist die ganze Welt scheiße und eigentlich soll ich die Person einfach in Ruhe lassen. Dann denke ich so, okay, und was ist mit der Selbstverantwortung? Das haben meine älteren Patienten alle. Also da stehen wir schon. Aber Beziehungsaufbau, mal zur betroffenen Person in Beziehung treten. Behandeln der Psychopathologie, ich denke wirklich dann das systemische Intervenieren, Stärken der sozialen Strukturen. Wir sehen auch sehr viel Eltern oder eben ältere, ja die Eltern, die sich Sorgen machen, weil die 25-jährigen Kinder nicht auf die Reihe kommen im Leben. Mit den Eltern schauen wir sehr auf Beziehungsaufbau in der Kernfamilie. Es ist ja häufig so, dass die Eltern dann am Anschlag sind und dann versuchen mit Regeln und Geboten und Verboten den jungen Erwachsenen wieder auf Vordermann zu bringen. Und der sagt natürlich, ihr könnt mich mal und ich bin volljährig. Und dann sagen sie, ja, dann geben wir dir kein Geld mehr. Und dann kommt das in so einen Machtkampf und führt nirgends hin.
dann versuchen wir so zu beraten in Richtung, okay, was sind denn die Beziehungswerte in Ihrer Familie? Was waren denn Werte oder wie kommen wir zur Beziehung zurück? Also Beziehungsarbeit und Besinnen auf die Werte, die diese Familie hat und ob man darauf etwas aufbauen kann, statt in Regeln und Verbote zu gehen, die nicht umsetzbar sind mit volljährigen Menschen. Ja, und dann natürlich IV, Gemeinde, Schule, Arbeitgeber etc., also soziales Netz. Dann habe ich, das finde ich mega, das ist mir nur wichtig, ich merke das nämlich selber, vielleicht können wir darüber nachher auch noch diskutieren, was ja mich, warum es mich auch so belastet, 22-Jährige vor mir zu haben, die bis jetzt nur Ausbildungen abgebrochen haben, ist ja, wenn ich jetzt eine 40-Jährige, sagen wir, ich bekomme jetzt eine schwere Depression, habe ich eine Ausbildung, habe einen Job, dann falle ich halt 2 Jahre aus mit schwerer Depression, aber ich kann ja wieder irgendwo anknüpfen. Wenn ich aber noch gar nichts habe und es schaut schon so aus, dann werden ja alle panisch. Und diese Panik macht ja noch mehr Druck. Und der Druck macht die Person wahrscheinlich noch mehr krank. Und deswegen war mir dieses Bild jetzt noch wichtig. Ich denke, wahrscheinlich kann man den Druck auch rausnehmen, wenn man Menschen sagt, wir müssen nicht alle wie ein regulierter Fluss funktionieren. Man kann ja auch meandrieren, oder? Ich kann ja auch von 22 bis 25 bei McDonald's schaffen und nachher immer noch irgendeine Ausbildung oder irgendwas machen. Also der Druck, du musst jetzt schnell wissen, was du willst und du musst es dann sofort umsetzen und jetzt bist du wieder bei der Gymi-Aufnahmeprüfung durchgefallen oder so. Von dem Druck muss man wahrscheinlich runter. So ein meandrierender Fluss ist ja eigentlich viel schöner als ein regulierter Fluss. Also das habe ich mir wie noch mitgenommen. Ich denke, das ist eine wichtige Haltung in der Behandlung von jungen Menschen, die ihren Weg bis jetzt nicht gefunden haben. Ja, wo sehe ich Bedarf? Das wurde auch schon gesagt, eigentlich von allen. Ich denke, es braucht mehr interdisziplinäre Behandlungsangebote, auch zwischen uns und dem KJPD. Uns fehlt wirklich das Know-how, ich gebe es ehrlich zu. Also ich komme da so mit. Ich habe eigentlich in meiner Ausbildung das nicht gehabt. Ich denke, wir müssen in der Erwachsenenpsychiatrie generell daran denken, eventuell Sozial- und Heilpädagogen zu integrieren. Gerade in den Tageskliniken denken wir uns das immer wieder, oder? Das wäre eine Möglichkeit, diese Menschen da zu coachen, ihren Weg zu finden. Eben die Schnittstelle, habe ich gesagt. Ich weiß, dass es das Projekt vom Kanton gibt, aber es wird auch die Frage sein, woher kommen die Ressourcen, woher kommen die Fachkräfte, oder? Also wir brauchen ja da Personen, die das dann auch machen. Denke, füllen kann man die Angebote dann sicher. Und dann sehe ich aber auch, was ich auch brauche und was je nachdem mehr oder weniger vorhanden ist, ist die Bereitschaft der Behörden, die Bereitschaft der Gemeinden, der IV, Unterstützungsmaßnahmen dann auch mitzutragen. Also dass jemand halt nochmal eine Ausbildung macht oder dass jemand vielleicht nochmal ein betreutes Wohnen braucht, weil das Elternhaus ist wirklich nicht optimal und alleine wohnen geht noch nicht, dass das finanziert wird. Das sind oft so Dinge, da hängt es dann davon ab, dass man Goodwill auf Goodwill trifft. Cash braucht zum Beispiel oder Gemeinden. Ja, also es braucht integrativen Ansatz. Ich glaube, ich fange an mit einer Behauptung. Du hast gesagt, was ist mit unserer Jugend los? Sie haben gesagt, das ist gar keine Null-Bock-Generation. Ein Zitat von einem Psychologen, das ich aus einem Heftchen, das ich auch mitgebracht habe, und wir können nachschauen. Die behauptet, die junge Generation wird immer später in die gesellschaftliche Verantwortung einbezogen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist dieses Thema der verlängerten Adoleszenz, dass viele relevante Schritte der Verselbstständigung später kommen. Beruf, Familie, Selbstständigkeit, das ist mehrere Jahre später als noch vor einigen Jahrzehnten. Es gibt einige Studien, die sehr gut zeigen, dass das mit ökonomischen Faktoren zusammenhängt. Zum Beispiel in Italien lebt ein großer Anteil der jungen Männer mit 28, 29 wieder bei ihrer Familie. Und das liegt nicht daran, dass die italienischen Mütter so gut kochen, sondern dass sie halt keine Arbeit finden, keine Ausbildung haben, wo sie sich dann eine eigene Wohnung, eine eigene Selbstständigkeit einfach schon leisten können. Also diese Entwicklungsprozesse, diese Entwicklungsaufgaben sind verschoben worden. Ja. Wir haben die Frage gestellt, Susanne, junge Generation wird später in die Verantwortung einbezogen. Also es wird quasi wie
geschont? Wird zu fest geschont? Ich glaube, es ist eine Mischung. Man wird einerseits zu fest geschont bei so alltagsrelevanter Verantwortung, aber gleichzeitig sind die Erwartungsziele, was jemand werden soll und machen soll, sehr hoch. Mhm. Diskrepanz, diese Diskrepanz, denke ich, ist ein enormer Stress. Ja. Susanne? Ich glaube, es ist eine Mischung. Aber einerseits sind die Leistungsanforderungen sehr hoch, aber nicht unbedingt Anforderungen für eine selbstständige Gestaltung, generative Funktionen zu übernehmen. Aber das hat natürlich mit unserer Kultur sowieso zu tun, mit dem Wohlstand, dass das lange gar nicht nötig ist. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, überfordert man Jugendliche oft emotional. So in der früheren Adoleszenz, so zwischen 13, 14 und 16, haben sie ein starkes Bedürfnis, sich autonom zu zeigen, zu rebellieren, Freiheiten zu haben. Und moderne Eltern haben die Tendenz, ihnen die Freiheit zu geben, so weit wie möglich, und sich diskret zurückzuziehen. In Wirklichkeit aber sind die Jugendlichen hochambivalent und wünschen sich eigentlich dringend auch Wärme. Und in einem entspannten Moment gehen sie dann kommen, sie kuscheln. Und vorher haben sie vehement Freiheit. Und das haben viele Eltern große Schwierigkeiten, mit dem umzugehen. Wenn die sich zurückziehen, dann kommt es häufig zu einem kleineren oder größeren Desaster, in dem dann die Jugendlichen erst recht sich ganz allein fühlen und sich zurückziehen auch ins Zimmer und der Gap immer größer wird. Und eigentlich ist es eine Art Missverständnis. Also sehr einfach ist Druck, ne? Da kommen vielleicht noch Belastungen dazu. Und dann werden Jugendliche vielleicht im besseren Fall frühzeitig bei uns sagen, depressive Symptome abnehmen. Und wenn das so früh ist, kann man gut etwas machen. Kann man das, wenn die Familie therapeutisch ist, kann man da intervenieren. Aber wenn das weitergeht, so. Also, das ist ein Teil, sicher nicht alles. Aber die Überforderung, die emotionale Überforderung, und vielleicht könnte man sagen, wir sind verallgemeinern, so eine abnehmende Haltefunktion auch von der Familie. Da versagen ja eigentlich die Eltern emotional darauf zu reagieren, dass ihr Kind vielleicht etwas anderes braucht, als was es eventuell auch hat. Also Jugendliche haben oft so eine doppelte Buchführung. Mhm. Je lauter sie riefen, schreien, das will ich und so, desto mehr muss man sich auch überlegen, könnte sie eigentlich das Gegenteil meinen. Ohne Ihnen das zu unterstellen, selbstverständlich. Spannend, sehr spannend. Vielleicht eine Frage an dich, Michi. Ihr habt jetzt das Angebot nach oben revidiert. Wie ist das zustande gekommen? Ist das aufgrund von diesen, wie ist das zustande gekommen, dass ihr jetzt schon sehr früh interveniert, dass ihr schon... Ist es tendenziell, hat sich das verlagert oder zeichnet sich das auch schon längere Zeit ab, dass das wirklich schon fast nach Kind, also 14-Jährige sind doch noch Kind, dass die Tendenz sich abzeichnet hat in den letzten Jahren? Oder wie ist das zustande gekommen, dass die siebte Revision jetzt so nach vorne geht? Also tendenziell ist psychische Problematik in die IFA ein ganz zentrales Thema. Und man hat gesehen, wenn man die Jahrgänge angeschaut hat, dass einfach die Zunahme bei den Jugendlichen extrem hoch ist. Und wir ermutigen uns nicht zu, die Gesellschaft können zu verändern, dass die IFA jetzt quasi der Heilbringer ist. Aber ich denke, wichtig ist, dass man eben als IV, wo sie auch gesagt hat, Unterstützungsmöglichkeiten hat, dass man die kennt und dass man die nutzt und dass man die auch wirklich dann auch gezielt einsetzt, um eben können, auch den Weg, wo die Jungen, glaube ich, wirklich die ambivalent sind und hergeschleudert werden in dieser ganzen Thematik, vielleicht irgendwo Perspektiven können geben, eben auf den Weg zu gehen. Wir haben lange nicht so viele Zahlen gehabt, nicht so hohe Zahlen gehabt. Und nachher ist das wirklich explosionsartig gestiegen. Und ich bin unheimlich
Aber fühle mich sehr abgeholt von dem, was ihr sagt, weil das treffe ich mir, die unsere Lossehen tagtäglich auch, wo das eben genauso die Problematik ist. Und ich denke, die nicht können die Verantwortung zu übernehmen, das eigene Leben in die Hand sehen, das ist wirklich eine grosse Herausforderung, wo wir alle mit verursacht haben. Im Guten natürlich, aber schlussendlich, ja, glaube ich eben, leider bei vielen Leuten eine Überforderung hervorwirft. Wenn sie selbstständig sein müssen, wenn sie in den Lehrberuf einsteigen, die Berufswahl machen. Also die Begleitung, die wir machen mit 13, oder? Ist wahnsinnig. Also da ist da schon mit einer IFA konfrontiert, wenn es um eine berufliche Integration geht. Und wie gesagt, das Coaching können zusprechen, das allenfalls da mithilft. So, das ist schon für mich vor 5 Jahren nicht vorstellbar gewesen. Ist denn die heutige Generation, hat die zu wenig Resilienz, hat die zu wenig Ressourcen, die Jungen? Was ist da los in unserer Gesellschaft? Wir sind ja ein Teil davon. Und ich nehme mich da nicht raus. Und ich denke, wir haben einen anderen Hintergrund. Und die Jungen, die jetzt in diesem Alter sind, haben wahrscheinlich mit den ähnlichen Sachen konfrontiert. Sie sind mit den ähnlichen Sachen konfrontiert. Aber wir können vielleicht noch mit anders umgehen. Und ich frage mich oft, was ist die gesellschaftliche Entwicklung, die das hervorbringt, auch uns wo wir uns darum kümmern müssen, weil es ernsthaft wird. Also zuerst mal die Ursache und dann könnten wir daraus ableiten, was wir machen können, oder? Okay. Ich zögere so ein bisschen mit einer einfachen Antwort, weil ich komme auch langsam in ein gewisses Alter, wo man nicht mehr so über die Jugend schimpfen sollte. Jede Generation hat gesagt, die Jugend von heute ist ja ganz furchtbar. Das hat bei Platon angefangen, wenn man das so liest, die haben keinen Respekt und gehen nicht arbeiten. Also, ich fand die Fallbeispiele sehr interessant und die haben ja eigentlich gezeigt, dass das junge Menschen sind, die irgendwie von Beginn an schlechte Karten hatten, die Mutter mit einer Alkoholerkrankung, Kinder psychisch kranker Eltern, wissen wir, das ist eine Hochrisikogruppe für eigene Probleme. Also wo es wirklich so in den ersten Lebensjahren manche Menschen einfach schlechtere Karten haben. Mobbing-Erfahrungen, weniger Rückhalt von zu Hause, Mobbing-Erfahrungen, wenn ich dann noch ein Elternhaus habe, das mich dann unterstützt, kann ich dann anders damit umgehen, als wenn es dann vielleicht auch da noch zu Schuldzuweisungen gibt. Also ich glaube, wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind einfach mit den Kindern befasst, die so verschiedene Probleme haben. Nicht nur eins, sondern so Entwicklungsrisiken. Und das sind dann genau diese Entwicklungsgeschichten. Dann kann man da irgendwie ADHS zu sagen und hat eine biologische Belastung, hat eine psychosoziale Belastung. Und dann mit 21 sitzt er in der Tagesklinik. Ja. Ich glaube auch, es ist multifaktoriell. Die IV hat vor 10, 15 Jahren, 12 Jahren, so eine Studie in Auftrag gegeben, um das Problem versuchen, mindestens bei der Wurzel, also bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie anzupacken. Ich war dort in der Auswahl von diesen Forschern. Und dort ist mir einfach aufgefallen, dass man dann immer probiert hat, auf einzelne Krankheitsbilder sich zu beschränken, wo quasi das Kind, wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie sollte, ein bisschen besser arbeiten. Gute Idee. effektiver werden. Aber man hat natürlich nur immer die einzelnen Krankheitsbilder erforscht. Und die Patienten, die wir haben, die Probleme haben mit der Eingliederung, sind alle komorbid. Alle zusammen. Und ich bin einig mit dir, Stefan. Ich denke, die Prävention, einmal zuerst in der frühen Kindheit und dann natürlich auch Kindheit durch, ist derart wichtig, derart wichtig. Und man weiss, das ist so ein ökonomischer Ausdruck, das ist nicht gerade schön, wenn man es auf Menschen anwendet, aber einfach vielleicht interessiert das Politiker trotzdem. Return on Investment im frühen Bereich ist nach, ich finde, sehr vorsichtige Studie 1 zu 6.
Aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich 1 zu 20. Wenn man die Folgekosten von früherer Vernachlässigung, Misshandlung, das muss immer so dramatisch sein, einfach wiederholte Traumen, Trennungstraumen bei Kindern sich extrapoliert. Also ich glaube, das wäre mal sicher etwas. Da muss man halt, unter Prävention. Was? Im also das wäre jetzt einfach mal ein Teil im Frühbereich. Ja, Unterstützung von psychisch kranken Müttern und mehr überhaupt psychische Gesundheit in der Schwangerschaft schon. Allein sind die Mütter, junge Familien, auch ökonomisch, schauen, dass es denen gut geht. Denn zum Beispiel, hilf mir schnell im Herbst. Das ist Safe. Ja, genau, wir haben das ja eigentlich etablieren in St. Gallen. Safe, das ist eine Ausbildung für sichere Bindung zum Kind, für junge Eltern, werdende Eltern, zuerst und dann im ersten Lebensjahr. Das sind sehr gute Programme. Und ich denke, das ist ja nicht nur das Einzelne, was man dann macht, aber das Bewusstsein, was eigentlich ein Baby und ein Kleinkind braucht, wäre schon etwas Gutes im psychologischen Sinn. Und dann Kinderschutzsituationen früher erfassen, aktiver können intervenieren. Schwierig, schlau. Psychisch kranke Eltern, große Belastung. Also wir haben eine Erhebung gemacht bei uns im KPD. 50% von so einer Patienten haben einen Elternteil mindestens einer psychisch erkrankt. 50% ja, von unseren Patienten haben bei einer Erhebung vor ein paar Jahren nach Einschätzung der Mitarbeiter eine psychische Erkrankung. Und in der stationären Jugendpsychiatrie sind Zahlen so 80-90%. Also kurz, das ist ja etwas, ich habe vorhin gedacht, wir können nicht viel bei der Prävention beitragen, aber da können wir was beitragen und das tun wir auch. Ich sehe den Thomas Lampert an. Ja. Auch gell, so das Thema, unsere Patientinnen und Patienten, also alle Ärzte haben sie Kinder, unsere Patienten unterstützen, wir haben auch eine Gruppe im Pfeffers, Gynäkopsychiatrie, ja, aber auch die Gruppe Eltern, also psychisch kranke Eltern, Kinder. Also ich denke, da gibt es sicher Bedarf, da machen wir Dinge, aber da könnte man sicher auch noch mehr machen. Dass die Kinder, das ist ja oft passiert, oder dass die Wiese unterm Radar bleiben, wir behandeln Menschen über Jahre und wissen nicht mal, dass die Kinder haben. Genau, aber auch der Fokus aufs Kind. Nicht nur auf die Familiensituation ist wichtig, die Elternschaft ist entscheidend. Nicht in der kann man nicht ersetzt werden. Am Job. Sie werden eingeladen, sofort wieder von dort, das ist gut. Ja. Aber da kann man die Leute ersetzen. Und in der Elternschaft ist die Erlandung. Gesellschaft kann man nicht ersetzt werden. Also, wie unterstützen wir da? Ich hätte auch noch eine Frage an die Rote. So, also, wir haben ja jetzt gerade auch Jugendliche oder junge Erwachsene beschrieben, die ja vor 15 bis 20 Jahren geboren worden sind und jetzt in dieser Lebensphase sind. Oder? Müssen wir uns dann auch schon Gedanken machen, was ist mit den Hütigen, die heute geboren werden? Oder, auch mit den Auswirkungen, die wir uns auseinandersetzen, mit der Pandemie und allem. Ja, was sind da vielleicht, was ist da zu erwarten? Das ist so eine Frage. Es könnte ja auch positiv sein. Also ich habe auch junge Mütter gehört, die gesagt haben, in der Pandemie haben sie endlich einmal Zeit gehabt, kein Stress, sie haben nicht mehr, was müssen zeigen und machen. Also es könnte, aber das würde mir noch so die Einschätzung von dem, vielleicht ist es auch früher schon. Zeigen, was ist mit den ganz jungen Kindern, die da jetzt 3 sind, 4 sind. Ja, das hätte mich nur runtergenommen. So. Ich habe ja ausgeführt, dass so diese stressassoziierten Themen alle hochgegangen sind. Und natürlich, kleine Kinder merken genau diesen Stress in der dyadischen Beziehung zu ihren Eltern ganz besonders stark. Ich denke nicht, dass man Prognosen machen kann für die nächsten 20 Jahre. Manche Politiker tun das ja. Die Spitalplanung im Kanton Zürich prognostiziert, glaube ich, so bis 2030. Und da wird ganz klar gesagt, wir gehen davon aus, dass
im Jugendalter und in der Alterspsychiatrie, dass da die Zahlen nach oben gehen. Also dass da die stationären Behandlungszahlen bis 2030 nach oben gehen. Und ich glaube, das sind schon so Entwicklungen, wo man sagen muss, ja, da braucht man auch die entsprechenden Möglichkeiten der Behandlung. Susanne, du hast gerade an dem Beispiel gesagt, dieses Training von Herrn Brisch, das ist ein relativ kurzes, ambulantes Training. Es geht ein Jahr, es ist schon nicht ohne. Ne? Aber, es geht ein Jahr und so alle jeden Monat ein halbes. Da geht es um Bindung, gell? Ja, es geht um sichere Bindung zwischen der Eltern und dem Kind. Mhm. Und das ist der Resilienzfaktor. Das ist einfach. Und eine konstante Bezugsperson. Konstant, verlässlich und verfügbar. Ich meine kurz eben auch im Sinne von ressourcenschonend, denn nichts ist teurer als eine monatelange stationäre Therapie, die vielleicht eher eine Krisenintervention ist und gar nicht gewollt ist, vielleicht vom Jugendlichen. Und es gibt einige gute Therapieprogramme, die wirklich vorhanden sind, die etabliert sind. Wir haben wirklich die Probleme, dass wir die nicht auf die Schiene kriegen, weil die Finanzierung nicht klar ist, weil die Fachpersonen nicht da sind. Also es hat sich schon, es gibt mehr evidenzbasierte Möglichkeiten, aber wir kriegen das nicht so flächendeckend und schon gar nicht in der ganzen Schweiz auf die Straße. Mhm. Das Problem von der Prävention ist, dass man es politisch nicht gut kaufen kann. Wenn es nicht messen kann, man sieht, der Effekt halt erst nach 10 oder 15 Jahren. Und dann ist schon wieder die übernächste Wahl angesagt. Gut, wir sind ja da zwei Politikerinnen und Kollegen im Stand. Karin, ich glaube, du hast eine Frage. Genau, es interessiert mich sehr. Eigentlich haben wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angesprochen, wo ein gewisser Druck auch bei den Familien erzeugt. Und auch die Verfügbarkeit schwächt und so weiter. Und da sind wir ja politisch am Bearbeiten. Also könnte man die These schon aufstellen, dass die problematische Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die wir ja haben in der Schweiz, auch einen Krankheitsfaktor oder psychische Gesundheit, ein bisschen milder ausgedrückt, negativ beeinflusst von Eltern. Oder? Und dann so ein wichtiger Faktor ist, oder viel Entspannung können bringen, wenn es einfacher wäre für junge Eltern. Oder wie sehen Sie das? Oder ich finde es einen heiklen Punkt. Also es kann von beiden politischen Seiten eben instrumentalisiert werden, das Thema. Es kommt darauf an, halt, wie die Betreuung ist von den kleinen Kindern. Also Fremdbetreuung ist nicht das Problem. Also Tagesbetreuung, es kommt darauf an, wie ist die Qualität von dieser Betreuung. Wie ist der Schlüssel in dieser Gruppe? Was haben die für Konzepte? Und natürlich auch, wie verfügbar sind denn die Eltern, wenn sie mit dem Kind zusammen sind. Mhm. Und der Stress, der ist zum Teil riesig. Aber da fehlt schon auch teilweise Bereitschaft, das ist dann wieder politisch von Gemeinden, das hatte ich schon bei Patientinnen, jetzt wieder die Kinder haben, die vielleicht depressiv sind, die alleinerziehend sind, wo es gut wäre, die Krippe ist bezahlt und dann zahlt das aber niemand und die Dame kann sich das nicht leisten und dann sagt man die Gemeinde und die sagen ja, sie ist eh daheim, warum sollen wir das zahlen? Und ich bin aber überzeugt, das würde dem Kind was bringen und auch der Mutter für ihre Psyche, für ihr psychisches Befinden, wenn das Kind... Das stimmt, also auch das haben wir oft. Psychisch kranke alleinerziehende Mieter, was ist sehr gut, wenn die eine Fremdbetreuung haben. Das zahlt niemand. Weil wenn das Kind noch andere Anregungen hat, andere Kontakte, das ist entscheidend. Also ich habe den Eindruck in der Schweiz, also es gibt ja schon die Kinderbetreuung, es ist einfach wahnsinnig teuer, je nachdem wo man lebt und dann kann man sich das nicht leisten oder zieht es vor. Ja, das ist so. Also das Nicken habe ich jetzt als Bestätigung, ja, das ist so. Schill, also, du hast noch eine Frage? Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Unterstützung und Begleitung von jungen Eltern sehr wertvoll ist. Mhm. Auf verschiedene Arten. Also man gibt ja das Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das nimmt... kann Stress rausnehmen, sowohl bei den Eltern wie auch beim Kind, wenn sie die
eine gute Unterstützung bekommen. Und wenn die Unterstützung ist jetzt ein verlängerter Mütterschafts- oder Vaterschaftsurlaub ist oder eine gute Krippe, dann gibt es vielleicht verschiedene Angebote. Also ich habe auch schon mal gehört, ja, wenn es zu Hause wirklich sehr schwierig ist, dann kann das Krippenangebot eine bessere Alternative sein. Aber natürlich, wenn es zu Hause eigentlich ein gutes Angebot ist und in der Krippe gibt es viele Wechsel oder hat man vielleicht eine schlechte Ausbildung oder so, dann ist es nicht sinnvoll für das Kind oder unterstützend. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man junge Eltern unterstützen kann. Seit wann erziehen Eltern ihre eigenen Kinder? Gute Frage. Es gibt und wo auf der Planete, wie viel Prozent von den Eltern auf der Planete ihre eigenen Kinder erziehen? Moment. Ja, was heißt erziehen? Ab wann erzieht man ein Kind? Also, das ist schon so. Ich denke, ab irgendeinem Alter sind Kinder häufig einmal in der Großfamilie, in der Dorfgemeinschaft, in Afrika, verschiedene Mütter, die alle Kinder zusammennehmen, finden die gleiche Familie und so. Aber die ersten Monate bis vielleicht anderthalb Jahre, zwei Jahre, verbringt das Kind auch in diesen Kulturen in unmittelbarster Nähe zur Mutter. Immer im Kontakt. Mhm. Immer dann, so. Okay. Ja, sehr nah. Immer ja, und dann kommt vielleicht langsam so etwas wie Erziehung. Also ich glaube, man muss das... Es gibt ein spannendes Buch, Die Erfindung der Kindheit. Jetzt fällt mir da auf, Ari ist irgendwas, der eigentlich gesagt hat, Kindheit ist ein Konstrukt, das relativ jung ist, 100 Jahre oder so. Früher war das sozial extrem geschichtet, die ärmeren Stände, da hat das Kind sehr früh mitgeholfen, in der Landwirtschaft zum Beispiel. Vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren und in höheren Schichten, Bürgertum, da wird das Kind ganz früh fremd von Lehrern, von Militärs, Offizieren erzogen, zum Soldaten, zum Herrscher. Da gibt es eine spannende Biografie von Rudolf II., wie er eigentlich ab 5 Jahre gedrillt worden ist, um der nächste Herrscher zu werden. Also dieses Konzept der Kindheit ist etwas Neues. Und da gibt es spannende Dinge, zum Beispiel in manchen Ländern kriegen Kinder erst mit dem 5. Lebensjahr Namen, weil bis dahin die Kindersterblichkeit so hoch war, dass das nicht ist. Aber ich glaube, diese Konzepte, die wir in der Schweiz haben oder haben sollten, sind halt doch ganz andere. Und ich glaube es auch, dass die Rolle in der Familie... dass ich da manchen Familien mehr Zeit wünschen würde. In Deutschland gibt es ja eine lange Elternzeit, 1,5 Jahre, die man sich aufteilen kann. Ich habe einige ehemalige Studienkollegen, die das gemacht haben. Und das sind natürlich auch Konzepte, wo für die Familien sehr freundlich entgegenkommend sind. Da nicken wir, glaube ich, alle, das würde uns alle gut tun. Und ich glaube, was du vorher angesprochen hast, auch die Beziehungs-, die Bindung zum Kind und die Beziehungsarbeit, die wir auch sehen in der Schule, das ist eines der wichtigsten Faktoren, dass sich das Kind oder ein Jugendliches kann auf jemanden verlassen kann, also wo einfach auch verlässlich da ist. Das muss nicht ständig um einen herum sein, aber sondern diese tragende Beziehung, das ist etwas, wo man immer wieder sieht, die selber, die das nicht haben, die sind einfach anfällig. Hinten war noch einer, das ist eine Frage. Bitte. Ja, ich habe eine Frage, wie ihr das Sandy hat gelesen, dass man so mit Vergleichbarkeit bei den Schülern und Jugendlichen immer mehr versucht abzuschaffen in den Schulen, sodass sich zum Beispiel im Sportunterricht, im Weitsprung, wird ihnen die Schweizer nicht mehr mitteilt, sondern nur noch Zonen, wo sie gesprungen sind, um ihnen keinen Druck machen, um sich zu vergleichen, dass in Deutschland jetzt den Sporttag abschaffen wird, um ihnen den Druck zu nehmen, dass ich ja auch so Modelle, dass man keine Noten mehr hat, nur noch eine Bewertung. Ja, wie sehen Sie das? Ist das noch förderlich? Sie lernen dann auch nicht mehr zum Gewinnen, Verlieren, zum Umgang mit dem? Oder sind Sie das, der Druck?
oder macht das neu? Das ist wirklich auch ein persönlicher Eindruck aus dem Kanton Zürich, wie dort das gymnasiale System ist und der Übergang ans Gymnasium. Wir wissen ja, dieser Übergang, das ist eine ganz vulnerable Zeit. Es wäre eigentlich gewünscht, dass also von Bildungsforschern, die würden sich wünschen, dass die Kinder längere Zeit gemeinsam unterrichtet werden und nicht so früh gesiebt wird. Und in Zürich ist es ja so, man muss verpflichtend eine Prüfung machen. Diese Prüfung muss man machen, egal wie gut man ist. Also auch wenn man ganz tolle Leistung hat, muss man trotzdem diese Prüfung machen. Für diese Prüfung bietet die Schule Förderung an. Und es gibt dann noch eine private Förderung am Samstag, die man auch macht, wenn man diese Prüfung wirklich bestehen will. Das machen ganz viele Zürcher Eltern, dass sie ihre Kinder dahin motivieren. Und dann, wenn man es dann geschafft hat, gibt es ein System, dass man Pluspunkte und Minuspunkte kriegt. Und wenn man 0,5 drüber ist, kriegt man einen Pluspunkt, also wenn man besser ist. Wenn man aber 0,5 drunter ist, kriegt man 2 Minuspunkte. Also da denke ich, das ist ein System, was wirklich Leistungsdruck macht. Und ich erlebe es vielmehr so, dass Jugendliche gerade in den weiterführenden Schulen einem extremen Leistungsdruck ausgesetzt sind. Das geht dann im Studium weiter, das Bologna-Studiensystem. Ich hatte einige Patientinnen von der ETH, die dort wirklich immer an ihre Grenzen geführt werden. Und da war meine Studienzeit, wo man auch mal sagen konnte, okay, in dem Fach bin ich ein bisschen besser, da gehe ich, das ist wichtig, da Augenheilkunde bin ich nicht so gut, da schaue ich, dass ich gerade so den Schein kriege. Sowas ist heute nicht mehr möglich, jede Leistung zählt. Also ich habe eher den Eindruck, dass vielleicht ist es beim Sport dann, aber Sport ist ja nicht so relevant, oder? Aber für die wichtigen Punkte, da ist der Leistungsdruck aus meiner Sicht, gerade im Schweizer Schulsystem, extrem hoch. Erlebe ich auch so. Also ich habe das Gefühl, dass da eher mehr Noten und Prüfungen und Druck besteht, als ich mich erinnern kann, dass es bei mir so war. Weil ich war eher so schlampig und ungenau und dann war das immer so ein bisschen egal und jetzt ist das irgendwie überhaupt nicht egal. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das so locker läuft. Aber also ich kann nicht sagen, dass der Leistungsdruck früher nicht so war. Aber ich glaube, er ist hoch. Und was ich dann zum Beispiel bei Bewerbungen von jungen Psychologinnen gesehen habe, ist, die haben alle bereits einen Leistungsausweis, dass sie während dem Studium zum Beispiel schon dies und jenes gemacht haben. Sie müssen sich spezifisch bereits dort zu diesem Zeitpunkt irgendwo qualifizieren. Also es geht durch alles durch. Mhm. Es wird einfach mehr Leistung, mehr Performance erwartet. Mhm. In den sozialen Medien die Performance, also die Vorbilder, das ist, mhm. du hast das ja wahnsinnig gut geschildert. Danke, Stefan. Und da sind natürlich vor allem junge Frauen anfällig, mhm. Männer auch. Und ich denke, das ist das, wenn ich nicht super erfolgreich bin, mhm. super erfolgreich bin, dann bin ich selber die Schuld. Weil es gab ja die Möglichkeit, man schafft es ja mit links. Alle die Vorbilder machen es einfach. Also mhm. es ist nicht einfach gut ist gut, mhm. sondern es geht immer noch mehr, noch besser mhm. sein. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was den Jugendlichen zusetzt in dem Entwicklungsalter, wo sie noch nicht genau wissen, also so ein gewisses normales Selbstbewusstsein haben oder Klarheit, was für sie entscheidet. Mhm. Und dann würde mich noch interessieren, Sie haben vorhin gesagt, Frau Bucher, Ihre zwei Beispiele, die haben alle Lehren angefangen, oder? Jetzt ist eben die Frage, haben die Symptome zugenommen vor dem Abbruch oder waren die Symptome schon so da vor dem Abbruch der Lehren, der Metzger, dann der Grafiker? Oder haben sie sich nach dem Abbruch noch verschoben? Die haben euch zum Abbruch geführt, sind ja dort nicht mehr hingegangen, die haben so viel gefehlt und haben dann den Lehrplatz, wurden verwarnt und haben dann irgendwann den Lehrplatz verloren. Natürlich, weil wir ja immer noch so eingestellt sind, die müssen funktionieren. Ja. Aber ich kann da anschließen. Also ich bin Rektor in einer Schweizer Berufsschule. Ich kann da anschließen, also die Eltern kriegen den Druck, dass die Schüler mit 15 unbedingt eine Lehrstelle haben müssen. Das ist das Wichtigste, dass man eine Lehrstelle hat. Das sind eigentlich Kinder, die sehr unselbstständig sind und auch gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus haben aufgrund der ganzen Medien und so weiter. Und dann kommen sie in den Lehrbetrieb, der erwartet, dass sie mega pünktlich sind, dass sie geteilte Dienste machen, dass sie so machen, wie man es immer gemacht hat in der Schweiz.
Und da müssen wir uns riesig verändern. Mhm. Ich denke, wir müssen Teilzeitlehren machen, später anfangen, was wir alles machen, weil wir diese Flüsse, den Fluss haben, der ist nicht mehr so gerade. Und dann bekommen wir auch mehr zum Lehrerfolg, aber so mit Drill werden wir nicht so weit kommen. Also, ja, sehr eindrücklich. Danke vielmals. Mhm. Kommen wir noch dazu. Ich nehme die Frage noch von dir und nachher tun wir das noch mal zusammen büscheln, weil wir können gar nicht. Also ich habe auch noch Fragen und vor allem die Versorgungslücke, die mich, also uns auch sehr interessiert vom Kanton aus. Wie gehen wir um? Was müssen wir fordern? Was müssen wir von der Politik fordern? Wir haben Fachkräftemangel, wir haben finanzielle Ressourcen nicht. Ihr habt es vorher angesprochen, wir sollten Zwischenjahr haben, wir sollten euch unterstützen. Es brennt an Ecken und Kanten. Auch wir sind beide in der Schule tätig und versuchen das auch ein bisschen abzufedern, indem wir Klassen kleiner machen, dass wir auch die Lehrkräfte unterstützen können. Der Druck, der auch wir darunter leiden, das geben wir weiter. Und da muss sich einfach grundsätzlich in der Haltung etwas ändern. Mhm. Weil sonst werden wir selber, ich arbeite ja als Case Manager, ich sehe ja ständig Burnouts, ausbrennte Leute, von uns, wir fördern von uns selber viel zu viel. Wie sollen dann die Jugendlichen, die schauen uns ja alles ab, also irgendwoher haben sie das Ganze, oder? Also das ist meine Meinung. Entschuldigung. Also ich möchte nur mal sagen, es glaubt sehr gut an das, was Sie gesagt haben. Und dann wäre eine Frage an Sie. Also europaweit ist die Schweiz sehr schlecht in der Integration von kranken Menschen und behinderten Menschen im ersten Arbeitsmarkt. Also es sind praktisch alle anderen europäischen Länder voraus. Also wir haben da schon sehr viel Nachholbedarf und da sind ja die Unternehmen ihre soziale Verantwortung gefordert. Weil dann so in die Richtung mit Teilzeitstellen, vielleicht verschiedene Stufen und so weiter. Wie sehen Sie das so ein bisschen? Sie sind ja da quasi an der ersten. Ja, also wir haben sehr viel mit Arbeitgebern und Arbeitgebern zu tun, das ist so. Und ich kenne jetzt die Studie nicht, ich kann das nicht vergleichen, weil es gibt auch Länder, die haben Quoten etc., wo dann einfach so ganz ein anderer Maßstab ist. Das heisst, sie müssen so und so viel einstellen und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass der Arbeitsmarkt entsprechend spielt. Ich will nicht Quote sein irgendwo in einer Firma, was dann heisst, ja, du bist denn der, darum haben wir dich eingestellt. Aber ich muss wirklich eine Lanze brechen für Arbeitgeber und Arbeitgeber. Es ist vielleicht auch mit dem Fachkräftemangel zusammenhängen, aber wir haben viel mehr Anfragen, wir haben viel mehr Interessierte, wir haben viel mehr Leute oder Arbeitgeber, die Jungen wieder eine Chance geben, Erwachsene wieder eine Chance geben, Alter auch irgendwie mit 55 noch eine Gelegenheit bekommen, irgendwo einsteigen. Das war nicht immer so gewesen. Das hat ganz sicher mit dem Bedarf zu tun, der momentan auf dem Markt ist. Und mir persönlich, ich arbeite jetzt schon 20 Jahre in der Invalidenversicherung, wir haben jetzt in den ganzen Jahren, ganz speziell 2008 auch angefangen, mehr Anreize zu schaffen, als das jetzt vorher gar nicht geht. Also wir wollen finanzielle Unterstützung machen, dass der Arbeitgeber auch sieht, dass er da nicht allein gelassen wird mit einer Herausforderung, die einfach per se schon ist, dass er da auch die Unterstützung kriegt und auch eine gewisse Sicherheit hat. Ich meine, es ist niemand gewappnet davor, ob er morgen krank wird oder eine Diagnose hat, aber schlussendlich die Leute, die bei uns sind, sind einfach schon mal so entsprechend aufgestellt. Und da denke ich, da können wir ganz viel machen, dass ich der Meinung bin, dass wir da noch mehr Integrationen werden. Man sieht das bei unseren internen Statistiken, dass wir wirklich hingehen und da Erfolg feiern, wo ich nicht denke, dass das möglich ist. Aber die andere Seite ist eben genau die psychische Komponente, wo man einfach sieht, dass da eine Zunahme da ist. Und dann wird es für uns einfach schwierig, oder? Wenn die Integration nicht kannst, parallel oder respektive, wenn die Ressourcen da sind für eine Integration, dann kannst du nichts machen. Also, ich kann da sehr gute Stimmen nachvollziehen, wenn man hört, wie lange das geht, bis jemand einen Platz bekommt in der Klinik, wenn man nicht gerade akut ist, mit der Psychotherapie, wo völlig alle überlastet sind. Und das System spielt dann auch nicht überall mit rein. Wenn wir jemanden haben, der psychisch instabil ist, dann können wir den nicht integrieren. Also da kannst du keinen Arbeitgeber zumuten, zu sagen, ja, ich weiss nicht, ob er am Ende morgen kommt oder nicht. Wenn es ihm gut geht, ja, wenn nicht. Also es muss eine gewisse Stabilität da sein und dann ist eben genau das Problem, dass es dann vielleicht zu lang geht und am Schluss ja,
ist der Weg nur in eine Rentenprüfung, der nicht aus meiner Sicht aus die Lösung von der Problematik ist, nur weil jetzt jemand den IV-Rente hat. Also da sprechen Sie aber auch Brückenangebote an, oder? Ja, zum Beispiel, ja, genau. Da gibt es in unserem Kanton auch noch mehr Bedarf. Also bei den Jungen ist mir ganz klar, das kommt aus dem Bericht raus, da fehlt die Tagesklinik. Ja. Die kommen raus aus Gartenschwil und nachher... Dann haben sie bis 18 haben sie nichts, oder? Genau. Es gibt einfach nichts. Genau. Adoleszenz ist nicht abgedeckt. Und das ja. kommt jetzt in den Bericht raus. Genau. Und dort wird man jetzt hoffentlich bald auch solche Sachen schaffen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gegen den Abschluss. Wir können nachher noch weiter diskutieren, sehr gerne. Für mich, wenn ihr jetzt uns als Politikerinnen da habt, was sollen wir, was muss Politik machen? Was können wir, was gebt ihr uns für einen Auftrag? Vielleicht noch deine letzte Frage noch zu dem und nachher würde ich euch einfach so, was können wir machen, damit sich das schnell verbessert? Oder was können wir alle machen? Das wäre so gerne für den Abschluss vom Ganzen. Damit wir mit einem aufschreiben was wir... Also das ist nicht nur die Frage, sondern einfach vorher, was man ja. verbessern kann, auch ist die ganze Vernetzung zwischen den Fachleuten. Also ich denke halt IV, Berufsschule, Psychiatrie, ich bin jetzt psychologischer Psychotherapeut. Also ich glaube eben auch der Austausch, wenn zum Stabilität ankommt, die Zusammenarbeit ist enorm wichtig und da mache ich das auch sehr gute Erfahrung. Eben dann kann man sich auch austauschen, kann man sich auch gegenseitig unterstützen, dann muss man nicht auch allein mit dieser Person zusammenarbeiten. Und da versuchen wir eben mit den Sprechstunden zu machen, oder? Dass wir eben vor Ort sind, draußen sind, dass man die Möglichkeit hat, so miteinander an den Tisch zu kommen. Und das Thema miteinander wirklich anzuschauen, weil es geht nicht allein. Ein IV kann nicht allein eine Integration machen, da braucht es ganz viele Partner dazu. Oder so so um die Tisch finden, genau, finde genau, ich super. Das ist ein riesen Aufwand, aber es lohnt sich. Das lohnt sich alle weiter, das lohnt sich immer. Schluss. Merci vielmals. Susanne. Also Finanzierung von intermediären Angeboten, Tagesklinik für Adoleszenten, Jugendliche und aufsuchende Arbeit. Und da braucht es Anstossfinanzierungen. Der Kanton wird das ja schon aufbauen, aber die Tarife sind schwierig und der Anstoss ist das Problem. Fachkräftemangel, das sind übergeordnete Probleme. Wobei ich glaube, dass der Kanton viel machen könnte, mit ein attraktives Umfeld zu schaffen. Ich habe jetzt nicht die ultimative Idee dazu, aber schon nicht nur in unserem Bereich. Es geht ums Umfeld, es geht nicht dort nur um Materielles, es geht auch um Ideelles. Verbindungen zur Uni und so weiter. Und bei all diesen Sachen, vor allem auch bei der Prävention, oder bei unseren intermediären Angeboten, wir gehen jetzt zum Beispiel in die Heim, in Sonderschule oder Heim und oder bei anderen eben, präventiven Vorstössen ist das Problem, dass eigentlich wenig passiert. So viel geredet wird, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es hat sehr viel geredet und gute Absicht bekundet im Kanton. Das ist auch immer nett und so. Aber es wird nicht umgesetzt. Und ich glaube, es liegt an den politischen Strukturen, nicht nur Gemeinde, Kanton, auch zwischen den Departementen. Also wir haben mit 3 oder 4 Departementen theoretisch zu tun, also Gesundheit. Aber unsere Kinder brauchen Bildung, sie brauchen Sozialamt, Justiz zum Teil und das Gesundheitswesen. Und gemeinsame Finanzierungen von super Projekten, wo alle profitieren würden, sind nicht möglich im Kanton St. Gallen, scheinbar. Ja, und das, da ein gewisser Pragmatismus in der Verwaltung oder so, wo man Sachen auch umsetzt, nicht nur Strategien macht, sondern umsetzt, dass es den Betroffenen zu gut kommt. Das denke ich. So. Ganz deiner Meinung. Also. Danke vielmals, wir nehmen das mit. Wir schauen denen auf die Finger und stoßen das weiter an. Das ist ganz meine Meinung.
Man muss schneller, pragmatischer und niederschwelligere Sachen, und zwar relativ schnell, aufbauen. Dann können wir ein bisschen etwas abfedern. Weil ich es ja selber in der Begleitung kann man so viel machen. Du hast es vorher auch angesprochen, oder? Man kann mit den Leuten einen Arbeitgeber suchen. Mit dem Arbeitgeber hockt man am Tisch und sagt, das und das ist das Problem. Wir machen dann mal diesen Schritt, wir machen den nächsten Schritt. Und ich kann schon viele dürfen eingliedern, Jugendliche, junge Menschen oder auch erwachsene Menschen. Das kommt eben auch auf die Ressourcen und die Persönlichkeit drauf an. Also ich würde noch etwas sagen, das Konzept, das jetzt gemacht wurde, war im Teilweise dabei. Wenn wir das Konzept im Kanton umsetzen, das sind ganz viele Themen, die wir jetzt besprochen haben, Familienbegleitung, eben Tageskliniken sind zu ganz vielen Themen wirklich auch abgebildet. Und wenn man an dem dranbleibt und ihr Politiker entsprechend dort immer wieder den Daumen draufsetzt, also ich glaube, dann hätten wir schon ganz viel gewonnen. Ja. Sehr gut. Wobei, da möchte ich nicht gerade dran, gerade eben sagen, das ist ja das Problem mit dem Konzept und Familienbegleitung, diese Sachen, die sehr wertvoll wären, sind nicht finanziert. Das, genau. Was finanziert ist, sind Finanzen, eben das Problem. Also wenn wir jetzt eine Tagesklinik oder Kooperation mit dem KJPD oder Präventionsarbeit oder aufsuchende Arbeit, es kommt immer sofort, ja, wie finanzieren wir das? Und ein großer Teil dieser Dinge wird nicht finanziert. Also die Krankenkasse finanziert es nicht, der Kanton finanziert es nicht. Und wir können das, wir sind ein kantonaler Betrieb, irgendwie muss das ja finanziert sein. Genau. Also ich denke, wir brauchen, was Susan gesagt hat, Finanzierung, Tarife, dann auch, was du auch sehr wertvoll gesagt hast, die Kooperation Sozialdepartement, Gesundheitsdepartement, das haben wir auch. Bildung. Justiz und Forensik. Aber Justiz ist bei uns auch, ja. Also das fällt uns auch auf, dass die offensichtlich ja nicht so miteinander reden oder nicht. Und beim Fachkräftemangel, ich meine, es passiert schon was, wenn man den Medical Master zum Beispiel in St. Gallen, es ist nicht so, dass nichts läuft, aber ich denke, da könnte man wahrscheinlich noch mehr machen, wobei ich auch nicht gerade die Lösung habe. Ja, aber okay. Und dann halt, ich meine, wir sind ja, der Kanton ist ein Stück weit unser Arbeitgeber, also Arbeitgeberattraktivität wäre natürlich auch etwas für den Kanton, nachdem er eigentlich unser Arbeitgeber ist, woran sie arbeiten könnten. Ja. Habe ich was vergessen? Du siehst das. Also Finanzen ist er. Danke vielmals. Jetzt außerkantonale Fachperson, was haben ihr, was wir vielleicht nicht haben oder was könnten wir verbessern? Also all die Punkte kann ich sehr zustimmen, gerade mit den aufsuchenden Angeboten, Angebote in Schnittstellen. Ich habe längere Zeit jetzt das Thema der integrativen, der integrierten Psychiatrie. Und integrierte Psychiatrie ist ein sehr, aus meiner Sicht, sehr wichtiges Konzept, was eben sagt, wir machen nicht nur die Individuums-KVG-Leistungen, die wir haben, sondern diese Verknüpfungsarbeit, Vernetzungsarbeit mit IV, mit Schulen, mit Behörden, mit KESPen, dass eigentlich so eine Psychiatrie gemeindenah integriert und eigentlich eine Sozialpsychiatrie sein sollte. Mhm. Und jetzt bin ich wieder im Kanton Bern. Im Kanton Bern gab es solche Ansätze in den 70er Jahren. Ja. Luc Chombly war da einer der großen Vorreiter. Und irgendwie, denke ich, muss man wirklich aufpassen, dass man das Schweizer Gesundheitssystem nicht gesund spart. Ich bin 2003 in die Schweiz gekommen, da war es wirklich deutlich besser als in Deutschland. Jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, oh, da geht auch durch Silo-Denken, durch einseitige Einsparungen etwas verloren. Und da mache ich mir Sorgen für meine nächsten 20 Berufsjahre. Ja. Das ist, glaube ich, Schlusswort gewesen. Das nehmen wir mit. Ich denke, wir haben das erkannt und wir arbeiten daran. Und ich möchte mich herzlich bedanken für euer Engagement jeden Tag, überall, wo wir sind, genau an der Front, genau mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit in der Integration, als Ärztin, als KJPD-Chefärztin auch und auch Sie. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie da gewesen sind, dass Sie gekommen sind. Und ich glaube, da haben Sie einen grossen Applaus für Sie.